Wir werden heute drei Dinge tun. Wir schauen uns Technik an. Matthias hat wieder ziemlich viele und coole Sachen mitgebracht. Dann gibt es 17 Thesen bzw. Cherry-Picking von 17 Thesen. Alle werden wir nicht machen zur Präsenzlehre. Also der heilige Gral einer Präsenzuni, wenn man so möchte. Und dann gibt es zum Abschluss noch ein, ich habe es mal Good Practice genannt. Das ist schon, weil ich mag das Wort Best Practice einfach nicht, weil funktioniert in meinen Augen nicht. Good Practice von der TU Graz zu den Welcome Days, also sprich Semesterstart auf Neudeutsch. Die drei Sachen werden wir uns angucken. Und ich habe vor, dass wir uns so wenig wie möglich von unseren Shownotes verdivergieren. Matthias hat da mit Sicherheit andere Pläne. Zum Start, weil du have six monitors, because I don't have room for eight. Ich denke, bei Zitaten weiß ich halt immer nicht, hat die Person das wirklich gesagt? Aber Das ist eine wahrscheinlich gute schon. Frage. Ja, wie gesagt, ich habe das als Chairpick heute so in meiner Timeline gefunden, musste da ein bisschen immer an das denken, was wir über Monitore erzählen. Der erste Und hilft. Ob der achte hilft, weiß ich nicht. ja, weiß ich auch nicht. Also wäre mein Technik-Stuff auf dieses Anzahl der Monitore auf jeden Fall zurückkommen, denke ich. Ja, zumal, also ich kenne das sonst nur von den Frankfurter Börsenparkett-Aufnahmen, wenn dann irgendwie Hessisch Rundfunk auf dem Parkett, ich weiß gar nicht, ob die das noch machen, ich glaube schon. Und dann sich das, dann sieht man irgendwie diese großen, weil natürlich irgendwie jeder Markt und jeder Einzelne irgendwas auf einem einzelnen Bildschirm braucht. Naja, kauft euch nicht automatisch. Also ich weiß nicht, ob acht Monitore helfen. Der zweite hilft auf jeden Fall. Der dritte auch noch ein Der bisschen und dritte dann wahrscheinlich, ja. Wie viel hast du jetzt gerade vor irgendwann dir? tritt ein Sättigungseffekt ein. Ich habe jetzt hier zwei Okay, ja, und das auch ist, würde ich Dito, ja. sagen, so auch Ja. ein durchaus vernünftiges Ja. Setup. Aber cooles Bild. In dem Sinne, ich wechsle nochmal zurück. Wollen wir zuerst die Technik machen? Ja. Sehr gut. Gibt's da vor? Ich habe jetzt hier den One Room. Ja, mach mal den One Room. Also Ja. ich glaube, das mit dem One Room hat den Hintergrund, dass ich so ungefähr vor einem Monat, vielleicht vor 3, 4 Wochen, mal nach Leipzig eingeladen war auf Einladung einer Firma, die ich jetzt nicht nenne. Ja, lass Da mich mal aber alle ein ganz. Tabs rüberziehen und Ja, dann. ich erzähle mal einfach ein bisschen im Hintergrund was. Ja. Die da ein nettes Event veranstaltet hat, das hieß AV on Fire. Ich glaube, AV als Abkürzung für Audio Video. Und naja, so eine kleine Messe hatte, man konnte sich irgendwie fancy Sachen angucken, große Monitore, Visualizer, PTZ-Kameras, Tracking-Systeme und so weiter und so fort. Haben sie mal ein Und bisschen geflext, cool. genau, und es gab natürlich die Möglichkeit zu netzwerken und sich mit Leuten auszutauschen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der ja, Repräsentant dieser Firma war, die aus meiner Sicht sehr coole Räume Okay. konzipiert und baut für so hybride Lehrszenarien. Okay, das ist ja Das dieser ist mal so eine. berühmte, ich weiß nicht, welche sehr berühmte US-Uni es war. Ich glaube Harvard, könnte aber auch Stanford gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, aber zu Beginn der Pandemie gab es so ein total, das ging viral, wenn man das so nennen möchte, in unserer Edu-Szene. Wie einfach das ginge. Auf was soll ich klicken? Ich kann jetzt hier Learn More, wir machen jetzt quasi betreutes Website gucken. Betreutes Website gucken. Ich hab mir die Webseite auch das letzte Mal vor einem Monat ungefähr angeguckt, als ich den Link da Okay. getan habe. Guck mal, ob du irgendwie sowas wie Solutions findest oder wie wenn du jetzt der, also ich Video, weiß nicht, würde ich jetzt nicht Ja, angucken. okay. Solutions, Case Studies. Ja, oder Classroom. Case Studies klingt doch irgendwie auch total cool. Und da muss ich mal, ich muss mal Das ist halt wieder ein dahin. Video, ne? Also die Leute Ach so, ist auch Texte, wieder ein Video, also ja. ich, ja, Bilder, Ja, also, ja. ich glaube, das Ding ist, die haben da auch sich irgendwie fancy Sachen überlegt und haben glaube ich, super viel Erfahrung. Konntest du das Und ausprobieren, das Produkt One Room oder? ich glaube, ich habe den Price-Tag noch nicht gesehen bei Ja, der okay, ja ganzen gut, Nummer. das kriegst du jetzt. Ja gut, das ist auf Webseiten ja üblich. Aber konntest du es ausprobieren, weil. Nee, also sie hatten nicht sowas dort aufgebaut. Ah, Also ich glaube, okay. so viel Platz und so viele Möglichkeiten Ja. hatten sie dort nicht. Ich habe da ziemlich viele andere Sachen ausprobiert. Aber ich fand es an sich mal ganz interessant, als dass es eben
nicht nur Anbieterinnen gibt von irgendwie hier sind Kameras, hier sind Mikrofone, hier sind Visualizer, sondern irgendwie so im Sinne von hier ist ein Komplettsystem, hier ist ein Komplettprodukt. Ja gut, es ist definitiv einfach so eine, ihr habt ein großes Problem, hier ist eine große Lösung. Genau, Ja, und wir okay. verkaufen euch so ein als Ja. One-Stop-Shop so eine Ja. All-in-One-Lösung. Und ich meine, was man jetzt, um auf das Thema Monitore zurückzukommen, was man hier auch sieht, also da gibt es auf jeden Fall Monitore noch und nöcher. Ja. Und das ist was, wenn wir jetzt gleich mal wieder so auf konkrete Lösungen bei uns zum Beispiel an der Uni schauen, was, wo es bestimmt noch Optimierungsbedarf gäbe. Na, also diese beiden oberen Bilder, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das so einen großen Zweck hat, sich jetzt da an so einen fancy Pult zu stellen und dann auf zwei riesengroßen Monitoren irgendwie in viele Zoom-Kacheln zu gucken. Also ich glaube, dafür brauche ich keinen Ja. großen Monitor, der weit weg von mir steht. Das kriege ich auch mit einem kleineren Monitor dichter dran Aber hin. die zwei hybriden Das Setups. zweite Ding genauso, aber bei diesen hybriden Geschichten ist das eben schon ganz spannend. Ja. Und also was ja bei der hybriden Geschichte da unten links so eine Sache ist, dass wenn jetzt die Leute im Raum irgendwie die Zoomies sehen wollen würden, müssten die sich ja schon auch wieder umdrehen. Ich Ja. nehme aber an, dass es jetzt hinter der sprechenden Person Wieder so, natürlich ja. auch noch mal eine Projektionsfläche gäbe. Da hängt ja auch ein Beamer an der Ja, Decke. vielleicht haben wir ja. Ich bin jetzt doch mal mutig und drücke hier auf das Werbevideo. Aber man kann nicht vor. Doch, hier kann ich vorspulen. Also da ist einer. Ja. Okay, das fängt schon so. Ah, okay. Kommt da noch was? Ah, okay, Nee. interessant. Es ist ein One-Room, ja. Ja, okay, klar. Also ich meine, was spannend ist, ist natürlich die nächste Frage, wie sie das mit so Kameraperspektiven hinbekommen und wie sie es mit Ton hinbekommen. Aber ich fand jetzt so diesen Ansatz mit, es gibt eine Firma, an die man sich wenden kann und sagen Ja. kann, hier, ich möchte irgendwie so ein Gesamtraumkonzept haben. Ich habe irgendwie die und die Vorstellung, preislich und architektonisch. Und was Ja. würdet ihr mir jetzt dafür empfehlen? An sich, mal ganz spannend und ganz interessant. Ja. Bin jetzt mal auf den Training Room, weil Lecture, Training, Seminar. What's the difference, ja? Yeah? Irgendwie, also ähnlicher Aufbau. Video doch wieder, können wir auch mal, ich meine, bei den paar Sekunden. Ja, genau, also Kamera 1, 2, 3, 4. Ja, wobei die natürlich alle irgendwie so eine sehr ähnliche Perspektive haben, Aber aber die da können kann man alle, damit so also, Fokus ja. setzen, ja. Aber ich meine, es ist ja jetzt erstmal, also es ist wahrscheinlich erstmal so, wie heißt das, Serviervorschlag? Oder also quasi Ja. die technische Version von kann so sein. Wenn das ein Bildschirm ist, wäre es interessant, also so als Hochkantbildschirm, dass man den Speaker sieht, also im Sinne von. Ja. Ja, und wenn das so sein soll, im Sinne von, wenn der Serviervorschlag so interpretiert werden kann, dann können die ja alle pannen und tilten. Und dann, und wenn die auch alle zoomen können. Ah, guck mal, hast du diesen riesigen Bildschirm unten noch gesehen? So TED-Talk-mäßig. Ja, genau, so einen hätten wir gestern gebraucht. Genau Ja, dieses Modell so, da kann ich. okay. Okay, interessant. Also Ja, und ich meine, ist aber mal rein aufgenommen, ja. prinzipiell könntest du das jetzt natürlich auch mit einer solcher Kameraform machen, die Ja. dann praktisch digitalen Zoom auf die einzelnen Teilnehmenden macht und das Ja. irgendwie wieder zusammenschneidet. Brauchst du natürlich nicht für jede Ja. Person eine einzelne Kamera. Im Prinzip so ein bisschen prototypisch, aber schon so auch in der Art, wie die folgenden Hörsäle Oh, in ausgestattet diesem werden sollen. Mikro Ist kein möchte. allzu großer Hörsaal, sieht man ja in dem Bild. Der hat Ja. vielleicht so 80 Plätze, 100 Plätze. Ja, aber das ist doch schon, also klein würde ich ihn jetzt aber auch nicht nennen. Also. Ja, ist ein, aber ich meine, so ein richtig großer Hörsaal hat ja ein paar hundert. Ja. Es gibt direkt mal Lob, ihr seht das jetzt nicht, aber dieses Video hat 7 Minuten 33. Das ist ganz fantastisch. Du kannst jetzt auch gleich noch weiter erzählen. Ich werde gleich noch ein paar Fragen dazu haben, weil du bist ja nicht einfach in den Raum gepurzelt und dann stand das alles schon so. Du hast ja da mehrere Kameras aufgebaut, dir irgendwie ein kleines Skript überlegt und 7 Minuten 30 Tutorial fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Ja. Soll ich auf eine gewisse Nein, du kannst Zeit ja mal oder so ein einfach mal bisschen laufen go? lassen. Gut. Ich werde natürlich nicht das erzählen, was in dem Video passiert, sondern ein bisschen so das ringsrum. Das Video können wir natürlich gern Ja. verlinken. Also ich war am Mittwoch in dem Raum, weil in dem eigentlichen Gebäude, in dem mein Mathematik-Vorkurs gewesen wäre, war eine Stromabschaltung. Und deshalb sollten wir für den einen Tag in diesen Raum wechseln. Und ich wusste, dass da neue Technik eingebaut
ist oder eingebaut werden sollte und hatte mich schon so ein bisschen darauf gefreut, okay, cool, du musst mal einen Tag nicht einen Haufen Zeug aufbauen, sondern kannst einfach das nehmen, was da ist. Und kam dann so hin und da ist ein Rechner eingebaut, den habe ich dann hochgefahren. Irgendwann habe ich auch geschafft, mich anzumelden. Und dann wurde aber die Kamera dort nicht in Zoom gefunden. Dann habe ich irgendwie versucht, das Tracking an der Kamera zu aktivieren. Dann hat die Kamera ist einfach nur gegen die Decke gefahren und geschwenkt. Also es funktionierte alles nicht so richtig. Dann hatte ich natürlich trotzdem meine eigene Technik dabei, habe die eigene Technik aufgebaut, habe meinen eigenen Laptop angeschlossen. In der Zwischenzeit kam dann schon einer unserer ganz fantastischen Techniker angelaufen und hat gesagt, ach Matthias, ja du bist es, ich habe schon bei mir unten auf meinem Rechner sind schon ganz viele Fehlermeldungen aufgeschlagen, dass hier oben irgendwas nicht funktioniert. Deswegen habe ich mal schnell hochgeguckt. Okay, cool. Und deswegen hat unsere Medientechnik, also die da wirklich sehr gute Arbeit leistet, das auch diesen Raum und in diesem Gebäude das als erstes gemacht, weil sie da eben am nächsten dran sitzen und dann da schnell mal supporten können. Naja, und da funktioniert es auf jeden Fall noch nicht so richtig gut. Das Mikrofon machte Störgeräusche, wie gesagt, das Kameratracking ging nicht, die Kamera war überhaupt nicht in Zoom verfügbar. Und ich wusste aber, dass da auch diese Woche auch von unserer Fakultät Veranstaltungen der Einführungswoche sein sollten und habe dann mir überlegt, am Freitag, wo ich noch mal ein bisschen Zeit hatte, vor meinem Vorkurs so ein Tutorial-Video aufzuzeichnen. Unsere Medientechnik hat auch zugesagt, bis dahin das alles in einen funktionstüchtigen Zustand zu bringen. Und das haben sie auch ganz fantastisch geschafft. Und dann habe ich am Freitag dieses kurze Tutorial-Video aufgezeichnet. Okay. Und die Kamera oder die Kamerakachel oben rechts, das ist wirklich das Kamerabild aus dem Hörsaal. Und die anderen Kameras habe ich jetzt so zur Verdeutlichung, was ich da tue, eben dazugestellt. Ja. Also ich habe einen Laptop hingestellt, der das Bedienfeld filmt. Das ist nicht sonderlich scharf und toll geworden. Aber mit Glas abfilmen, meistens keine gute Idee. Ja, was ich nicht, krass finde, das also oben rechts die Kamera, also wir können ja noch mal kurz zurückgehen, die Raumkamera, ja, macht irgendwie das, was soll, Kontext und wer redet eigentlich gerade. Die Auflösung dieser Dokumentenkamera ist ja mal wohl der Knaller. Ja. Also das ist, also alles ist so ein bisschen leicht matschig, wenn wir ehrlich sind. Und ja, das wurde irgendwie kodiert, dekodiert, wurde wieder hochgeladen. Aber genau, dieses ganze ja Video war, sind nur 100 MB. Und das habe ich eben direkt auch wieder aus Zoom aufgezeichnet. Das ist jetzt nicht irgendwie mit OBS und super krasse Auflösung, sondern das ist direkt in Zoom. Ja, aber also aber bei dieser Dokumentenkamera, die kann was. Von Wolf Vision, das kann ich glaube ich sagen. Und die kostet, wir haben ja auch mal den Dokumentenkamera-Check gemacht. Ja. Die kostet schon wahrscheinlich 2.000, 2.500, 3.000 Euro. Ja, krass. Und vor allem, die steht da ja fest, ne? Also, das ist ja genau, das, was steht da fest, die kann man so runterklappen, ja, kann man hochklappen und diese Reflexion, die sie da oben zeigt, auf dem, ne, wo du, wenn du nochmal so 20 Sekunden zurückspulst, dann macht die, genau, da macht die ja so eine Reflexion am, ja, Tisch. Die liegt daran, dass ich sie nicht richtig eingestellt habe. Also irgendwann, okay, stelle ich sie nochmal richtig ein, dann ist diese Reflexion auch weg. Also die, okay, haben sich da wirklich viele, viele Gedanken gemacht, dieser, ja, Dokumentenkamera oder Visualizer-Hersteller. Genau, jetzt mache ich mal kurz das Licht aus und dann mache ich das Licht wieder an und dann stelle ich fest, wenn man sie umstellt, dann ist auf einmal diese Reflexion weg. Die Stelle kommt jetzt gleich. Die war einfach nicht richtig. Ja. Da, so zack, auf einmal ist das, boah, weg. Heftig. Also das ist schon, also was, das feiere ich total, dass man da eben super gut Experimente drunter packen kann mit seinen Händen, was zeigen kann, eben so genau hands-on in der Perspektive, wie wir immer sagen, ne? So wie und, wenn man, ja, das eben selber machen würde. Die Zoomies, die Virtual-Leute, wie auch immer, würden es krasser und deutlicher sehen als die Leute im Raum. Genau, und die Leute im Raum, du siehst jetzt unten auf der im vierten Quadranten dieses Koordinatensystems, ja, dieses Kamerakoordinatensystems, da. Also du kannst diese Dokumentenkamera natürlich auch in sehr guter Auflösung und Qualität direkt über Beamer an die Wand projizieren. Und ich würde sagen, im Raum siehst du es auch gut. Hängt natürlich davon ab, ob du in der ersten oder letzten, ja, Reihe sitzt. Aber du hast schon recht, ne? Also in Zoom. Aber ist auch egal, wenn ich in der letzten Reihe sitze, was ja völlig okay ist, dann mache ich halt Zoom auf und gucke mir das Originalbild an. Also ich würde mal sagen, das gibt 10 von 10. Ja. Krass. Und die Technik ist, also dieses Bedienfeld, wenn man sich so ein ganz bisschen 10 Sekunden mit der Logik beschäftigt hat, die das so hat, ne, meine Laptop-Kamera sieht man, neigt ein bisschen zum Fokuspumpen, wenn ich da mal mit der Hand rumvorwerke,
logischerweise, aber das ist schon ziemlich. Ich habe mich auch mit Studierenden unterhalten, die das diese Woche für studentische so Ja. Fachschaftsratpräsentationen so genutzt haben. Die haben gesagt, sie haben sich mein Tutorial-Video nicht angeschaut, aber konnten das trotzdem intuitiv bedienen, weil Ja. es vermutlich auch einfach, zumindest für Angehörige der Gen Z, intuitiv bedienbar ist. Ja, also würde ich jetzt, ich, also gut, ich glaube vor allem, wenn man schon mal vor einem solchen Bedienfeld stand, dann muss ich ja jetzt auch, man muss ja jetzt auch nicht die HDMI-Spezifikation verstanden und gelesen haben, um zu wissen, okay, HDMI kann irgendwie Audio und Video und es gibt verschiedene Größen. Also das ist irgendwie zu erwarten von Lehr- und auch Studierenden. Cool, okay. Wenn du möchtest, kannst du ja noch, ich habe da nachher noch einen Mastodon-Thread mit Fotos verlinkt. Wir Ja. könnten da noch mal so einmal kurz reinschauen, weil man da noch ein bisschen was sieht, was man jetzt nicht auf dem Sehr, sehr gerne. Kamerabild so gut sieht. Da ist so ein Wacom-Zeichentablet auch eingebaut. Den Stift dazu, glaube ich, gibt es nur auf Anfrage oder Plus vielleicht läuft er da noch Kensington Lock, irgendwo. also alles sicher. Sehr gut. Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich auch schon mal total schön, dass du da einen Kontrollmonitor hast. Also wenn du auf deine eigenen Folien gucken willst, musst du dich nicht immer Ja. umdrehen. Ist da noch die Folie drauf? Sag mal. Das kann gut möglich sein, weiß Okay. ich nicht. Das kann jetzt auch an meinem. Na, und das ist diese Dokumentenkamera, die hat eben auch einen Vorschau-Monitor und die hat oben so ein, das Graue, was man sieht, ist ein Rad, mit dem man manuell den Zoom einstellen kann. Ja, Und verstehe. das ist einfach auch von der Bedienung her sehr schön, sehr intuitiv. Ne? Du brauchst kein Software-Interface. Ja, und das ist die Raum-, Licht- und Lüftungssteuerung. Das, was da aus meiner Sicht es noch einen Verbesserungsvorschlag gäbe. Man kann nur den ganzen Raum verdunkeln oder den ganzen Raum hell lassen. Ich finde es ja immer nett, wenn man vorne das Segment, da wo die Tafel oder die Projektionsfläche ist, wenn man das verdunkeln kann. Ja, aber okay, das geht nicht im Und das geht Intervall. nicht. Es geht nur alles Okay. runter oder alles Ja. hoch. Das kann man vielleicht nochmal mit Software nachlegen. Vielleicht geht das auch nicht. So, dann gibt Ja. es ein Anschlussfeld, HDMI, USB-C, USB-A, eine Ja. analoge Klinke und sogar noch ein LAN-Kabel, Ja. falls man seinen eigenen Laptop dann anschließen möchte. Und es gibt aber eben auch einen eingebauten Rechner, der ist da in diesem Schränkchen drin mit dem Transponderschloss. Ja. Sehr, sehr clean alles. Also kein Kabel, kein, es ist irgendwie, sieht aber jetzt auch nicht altbacken aus. Also, ja. Und das sind diese Tracking-Teile, Ja. die neben der Tafel montiert sind, mit diesen Laserscannern drin, Ja. die dann eben die Beine tracken und dieses Tracking machen. Und ja, in dem Hörsaal, man sieht das auch in dem Video, ist das so groß ist der nicht. Also so riesengroß ist die Bühne da nicht, wenn man da hin und her läuft. Also das kann man bestimmt noch ein bisschen optimieren. Da gibt es jetzt so ein Preset auf das Pult und ein Preset auf die Tafel. Und es ist eigentlich relativ wenig Raum dazwischen, in dem man sich dann Ja. frei bewegen kann. Ne? Und wo wirklich getrackt wird. Da sieht man die Beamer, an der Seite sieht man schon die Kamera. Ich, Jetzt ja, ich naive meine, diese, Frage, warum ja. ist da ein Käfig drum, damit man Das ihn ist überhaupt eine gute befestigen kann? Frage, Also, wahrscheinlich wegen Diebstahlschutz, würde ich jetzt mal so okay. vermuten. Und ich glaube, der Käfig, ich weiß nicht, ich sehe das jetzt Also, auf. sieht recht futuristisch aus. Vielleicht haben sie auch den Käfig benutzt und dran. Also, war off topic. Okay. Ja, Lautsprecher, die klangen meines Erachtens auch Ja. ziemlich gut. Und diese Kamera ist jetzt in dem Raum, ne? Wir haben uns über diese Deckenperspektiven der Kameras auch schon Ja. ausführlich unterhalten. In dem Raum finde ich das, sieht man ja auch in dem Video noch ganz okay. Also das ist eben Ja. jetzt da, keine Ahnung, 2 Meter, Quatsch, 3,50 Meter, 4 Meter Deckenhöhe, vielleicht sowas in dem Dreh. Das ist nicht allzu sehr Vogelperspektive. Ja. Ah, das passt schon irgendwie. Das Ähm, sieht. die Steckdosen haben eine interessante Höhe, oder? Ich meine, die Raumhöhe war ja doch ein bisschen. Ja, also soweit ich das erfahren habe von unseren Medientechnikern, war eine große Herausforderung bei dem Umbau jetzt, dass die Räume in der Hinsicht ertüchtigt werden mussten, überall Kabel hinzulegen, weil natürlich alles irgendwie über LAN-Kabel verbunden ist. Also wahrscheinlich sind diese Boxen. Weiß nicht, vielleicht sind die noch analog angeschlossen, aber die Kamera, die PTZ-Kamera geht im Prinzip auf ein LAN-Kabel, die Beamer gehen irgendwie Ja. auf ein LAN-Kabel. Soweit ich weiß, geht das alles auf irgendwelche LAN-Kabel, auch diese Tracker.
Und dafür mussten eben überall in die Räume, an alle Stellen, wo dann was hin musste, LAN-Kabel gelegt werden. Und ich glaube, wenn man eben einmal dabei war, irgendwelche LAN-Kabel irgendwo hinzulegen, dann hast du eben auch noch ein paar normale Stromkabel hingelegt, ein paar Steckdosen hingebaut, weil weißt du nie, was man da vielleicht nicht nochmal in Zukunft irgendwo anschließt, wenn man jetzt schon mal Das dabei ist. haben besser als brauchen, das stimmt wohl. Genau, und da Ja. ist der eingebaute Rechner zu sehen. Das ist so ein Mini-PC. Oh, no Lavalier. Das ist ja wirklich, also mir wird ja, ich dachte gerade noch so, jetzt, wenn sie jetzt noch Ex noch Ansteckmikrofone, aber gerade Ja, fällt es mir schwer zu sagen, was der Riesa-Raum nicht hat. genau. Und das sind jetzt noch die auf dem Foto, weil das Foto habe ich am Mittwoch aufgenommen. Das sind noch die alten Mikrofone. Mittlerweile hatten sie da jetzt auch, also im Prinzip ähnliches Modell oder ähnliche Bauweise, bloß mit einer digitalen Signalübertragung und weiß nicht, irgendwie. Ja, also ohne Kanal einstellen. Ja, hier musst du natürlich auch keinen Kanal einstellen, aber dieses Mikrofon oder dieses System ist wohl recht sensibel gegenüber elektromagnetischer Verträglichkeit, ne, mit dem, womit ich mich beschäftige. Und das hat man auch an dem Mittwoch gehört. Also da waren doch einige Störgeräusche dann unterwegs, je nachdem, ob da jemand vielleicht gerade mit seinem Handy zwischengefunkt hat oder nicht. Okay. Naja, und was an so einem eingebauten Rechner natürlich total nett ist, man muss keinen eigenen Rechner mitbringen. Man kann sich da auch mit seinem Uni-Login anmelden und ich sehe dann auch die Dateien auf dem Desktop, die ich mal irgendwann auf meinen Desktop da hingelegt habe. Ja, aber wie das dann trotzdem so ist, man macht den Rechner an, dann kommt da jetzt zum Beispiel irgendwie von dieser Vakuumsoftware irgendwas, dann kommt irgendeine andere Notifikation. Dann hat man auf dem Rechner natürlich irgendwie vielleicht nicht seinen Passwortmanager installiert. Ne? Ich mache ja nicht nur Folien an, sondern ich mache ja irgendwie noch Kahoot hier und eine Umfrage da und irgendwie ein Quiz dort. Und ich, ne, und ein Livestream bei Twitch. Und also zumindest an dem Tag, wo ich das dann von dort gemacht habe, auch mit dem eingebauten Rechner, trotz meiner eigenen Technik, habe ich schon noch mal locker 15 Minuten gebraucht, um mich auf all meinen Accounts anzumelden, die ich dann so hatte. Ja, das ist aber jetzt schon wieder was anderes. Genau, das ist jetzt der Freitag letzte Woche Ja. vom Vorkurs. Was hast du denn schon wieder alles gemacht? Das ist ja, es ist Tausendsasser. Willst du erst den Greenscreen oder wahrscheinlich beides, ne? Das ist wahrscheinlich, ja, genau, Genau, das ist also der, das ist ja. das Foto dazu. Sehr cool. Ich kenne nur ein, beziehungsweise nur zwei andere Formate. Nee, eigentlich nur ein anderes Format, die ein Greenscreen in eine Präsenzveranstaltung, weil es ist ja der gleiche, ist das der genau der gleiche Raum? Nee, das ist jetzt Nee. dieser andere Raum, in dem ich sonst die Woche über war, wo dann am Mittwoch die Stromabschaltung war. Aber es ist ein Präsenzraum. Das ist ja Es ist ein der. Präsenzraum, Genau, genau. ich kenne nur ein anderes Format und das ist von Harvard Computer Science 50, also CS50. Und können wir auch mal in einer Folge machen. Ziemlich cooles Format. Das ist dieses, die laden im Frühjahr, nee, im Herbst. Ist immer die jeweils neue Runde. Im Frühjahr gibt es dann einfach online alle Materialien aktualisiert. Und das ist quasi Einführung Informatik, Programmieren für Nicht-Informatiker oder für alle. Also, wir haben ja mehr so ein größeres Holistic-Curriculum was man in dein Grundlagenstudium studieren muss, Trademark, wird einfach anders gesehen in anderen Ländern. Und das ist ein cooles Format, deswegen krass. Das musstest du natürlich extra aufbauen, oder? Das hast du dann irgendwie Genau, mitgenommen? also in diesem Raum dort gibt es immerhin einen Beamer. Das ist ja schon mal was. Weißt du, wir haben gerade einen absurd mit Medien durchgespickten und bis an die, ja, bis in alle Ecken mit LAN-Kabel versehenen Raum besprochen. Und jetzt so. Eigentlich ist die Hürde, ich brauche halt einen Beamer. Mach Naja, mal also weiter. da gibt es einen Beamer, am Montag bin ich zum Beispiel daran gescheitert. Der Beamer hat nur ein VGA-Kabel. Also er hat einen HDMI-Anschluss, aber das HDMI-Kabel muss man sich selber mitbringen. Also bin ich dann nochmal Adapter bei gehabt? schnell mit dem Rad losgefahren, habe noch ein HDMI-Kabel geholt. Das hatte ich natürlich nicht dabei. Naja, also dieser Raum hat nur einen Beamer und alles andere, was ich da jetzt so für Videokonferenz brauche, Stativ, Kamera, Ton, Klimbim. Das habe ich eben alles aufgebaut. Der Beamer hat zum Glück eben auch eingebaute Lautsprecher, ne? Also die Audioausgabe des Beamers, die kann man natürlich nutzen. Okay, aber Und also ganz großer Sportwagen und das andere fährt auch. ja, naja, und dann habe ich, und an dem Tag habe ich eben noch einfach ein
Greenscreen mitgenommen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, warum, was soll denn das? Warum stellt man sich mit so einem Greenscreen in den Hörsaal? Naja, es ging an dem Freitag meines Mathematikvorkurses klassisch immer um die Matrizenrechnung. Ja, oh Gott. Für den Joke hast du echt den Greenscreen mitgenommen? Ja, und für den Joke habe ich Boah, den Greenscreen mitgenommen. großartig. Können wir, warte mal, das müssen wir uns jetzt kurz live und das muss ich kurz mit Ton mal anmachen. Und ein Ja, ich bisschen muss unsere kurz still Geschichte sein. feiern. Also, es geht heute um das Thema Matrizenrechnung und deswegen sende ich heute nicht aus dem Hörsaal, sondern live aus der Matrix. Hat er nicht gesagt. Ah, so großartiges. Das sind diese Momente, wenn jeder irgendwie eine coole Vorlesung machen will, vielleicht auch schon mal so diesen, ich meine, so Wortspiele liegen auf der Hand, das dann aber irgendwie sich nicht traut, nicht will, irgendwie noch nicht Weihnachtsvorlesung ist. Großartig. Kurze Umfrage, wer kennt den Film? Und die Okay, jungen du Leute, kennst muss doch. man ja sagen, sie kannten immerhin diesen Film. Okay. Also wir haben darüber diskutiert im Kolleginnenkreis und gesagt, Mensch, die Leute sind alle nach 2000 geboren, der Film ist von 1990, den kennt kein Mensch mehr. Aber ganz offensichtlich kennt man ihn noch. Okay, sehr gut. So, dann Bildschirmfreigabe wieder an, weil es soll ja auch inhaltlich losgehen. Es startet natürlich wie üblich mit einer kleinen. Hat er nicht gemacht? Oh, ja, Keanu Reeves kennt natürlich hier wieder. Ah, oh, das ist einfach großartig. Und das halt vor allem, wenn du schon so ein Feuerwerk und so ein Ding am Anfang des Semesters durchfeuerst, dann weiß halt jeder, ja, dann weiß jeder, was bei Markdowski, was da Programm ist. Da, großartig. Icebreaker-Umfrage, die da lautet: Auf einer Skala von Keanu Reeves, wie geht es dir heute, dem Großartiger Typ. wichtigsten Schauspieler in diesem Film? Gab's ein Ergebnis? Blick auf Abstimmen und das Selbstverständlich. holzende Ich Ergebnis: Es glaube, gewinnt tatsächlich der. die 4. Das ist ja super laute. Am ersten Tag im Vorkurs? Der Okay. ist ja der letzte Ah, der Tag im letzte Vorkurs. Tag. Ja, okay. Ah. Großartig, okay. Ja, nee, es ist, Matthias, allein dafür direkt Lehrpreis 2023. Einfach in der Kategorie bester Icebreaker. Es ist großartig. Weiß nicht, ob wir diese Kategorie haben. Wir Es könnten ist, mal. ja, ab jetzt schon. Und dafür hast du echt extra den Greenscreen. Und dafür habe ich extra einen Greenscreen. Aber Ja. ich meine, der steht hier rum. Warum soll ich ihn nicht mal in ein anderes Gebäude Ja. tragen? Der ist ja auch, also der ist ja ganz schnell aufgebaut und Tatsächlich, zusammengebaut, ne? ja. Wir haben einmal für einen Abschluss einer zweisemestrigen Veranstaltung, quasi was wie ein Praxisprojekt mit Studierenden, und die haben unter Anleitung an einem Projekt, Projekt gearbeitet, Feedbackphase, also wirklich größeres Rad, damit das Ganze geht dann auch in die, daraus speist sich dann auch die Bachelorarbeiten. Egal, aber, und da haben wir auch gesagt, lass uns doch ich wollte was mit Greenscreen machen, aber ich wollte nicht nur einen rein virtuellen, wir stehen jetzt im Studio drehen, habe ich auch ziemlich genau das Modell genommen. Einfach weil diese Federn das relativ gut halten, ohne dass man irgendwie Querstange, Stativ und so weiter aufbauen muss. Genau. Und dann haben wir angefangen, den erst, also draußen zu, also es sah erst so aus, als würden wir im Studio stehen. Und dann habe ich mit dem Glitch-Effekt das Ganze aufgelöst, und dann hat man gesehen, dass wir irgendwie total draußen im Wind stehen. Also das Ding hat schon ja, einen leichten Seegang gehabt, einfach weil es so gewindet hat. Und war, also mit so einem Greenscreen kann man doch den einen oder anderen Kinotrick rauszaubern, vor allem wenn Leute es nicht erwarten. Also in so einer Reihe von sehr förmlichen, liebe Studenten und Studierenden, heute ist der letzte Tag. Also wenn man so ein bisschen mit so einem Formalismus spielt. Und ich glaube, du hattest sehr, sehr viel Spaß. Und man sieht es. Definitiv. Und ich Ja. meine, da war dann noch jemand da, auch von so einer studentischen Vereinigung, die so Industrieroboter bauen und programmieren. Und dann habe ich eben auch gesagt, Pat, komm jetzt, du musst jetzt auch noch mal mit in die Matrix kommen und ich gehe mal kurz raus. Und das war schon irgendwie sehr, 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 sehr witzig. Und Cool. was auch, also jetzt wieder von technischer Seite, der ist auch auf dem Foto, kann man das ja ahnen, in dem Videobild habe ich natürlich die Greenscreen-Funktion nicht ausgemacht oder nur testweise. Der ist auch für
einfach so ein Lehrveranstaltungsraum super gut oder erschreckend gut ausgeleuchtet, total gleichmäßig. Und das ist eben so ein Raum, auf dem Fotograd hat man es noch gesehen, wo man nur vorn die, das vorderste Fenstersegment verdunkeln kann. Und dann eben auch mit so einer nicht total schwarzen Verdunklung, sondern die, naja, vielleicht so 70%, 80% Sonnenlicht, direkte Einstrahlung abblockt und so ein ganz bisschen Streulicht. Null optimiert. Ja. Also da so alles Gute ist immer nie beisammen, aber das Licht in diesem Raum, das war auf jeden Fall super. Ja. Ja, ich meine, so ein bisschen Artefakte hast du, aber das ist ja sogar on-brand. Ja, aber ich glaube, die kommen von Zoom. Also, ja, am Ende ist es ein Softwarefilter, der das Ganze raus... Ja. Und ja, aber dann hast du ja... Moment, das ist ja überhaupt nicht die gleiche Perspektive. Wo das ist die Perspektive von der Brio-Kamera, die da auf dem Stativ ist. Und die ist, das ist mein Reiseklappstativ da. Ah, okay. Das ist ein bisschen zu klein. Ja, ja, ja. Deswegen. Ah, deswegen so leicht von, okay. Bin ich so leicht von unten, weil das kommt nur auf irgendwie 1,70 Meter oder 75 Höhe und da bin ich ein ganz bisschen zu groß für. Fantastisch. Gut. Dann lass uns noch kurz zum letzten Technikpunkt kommen, weil da gibt es ja auch Anknüpfungspunkte und das bezieht sich auf genau gestern. Da durfte ich mich auch bei einer studentischen Lehrveranstaltung, einem Seminar, aber zu etwas komplett anderem, als mit dem ich mich sonst beschäftige, nämlich inklusive Erwachsenenbildung. Also die haben sich, glaube ich, ein Semester oder zwei Semester lang mit sowas beschäftigt eben. Die zugehörige Professur, da haben wir uns vielleicht auch schon mal drüber unterhalten, ist auch gerade dabei, einen Raum auszustatten für genau sowas, also auch so für so fancy Hybrid-Szenarien, aber eben auch mit Leuten mit körperlichen Einschränkungen, die nicht gut sehen können, die nicht gut hören können, also wo man auch nochmal irgendwie in der Richtung Hybrid ein bisschen anders und weiterdenken kann, also auch so mit den Vorteilen, die wir vorhin schon besprochen haben, ne? Wenn dir das im Raum einfach zu klein ist, dann guck dir das eben per Zoom auf einem beliebig großen Monitor an oder über Kopfhörer, die dir das beliebig laut machen können, was auch immer, wenn dir das zu leise ist. Ja. Ja, und da gab es gestern dann so eine Abschlussveranstaltung, Diskussionsrunde, Podium, ein paar Grußworte und ein bisschen, salopp gesagt, Selbstbeweihräucherung dieses Projektes, was aber meines Erachtens sehr cool war. Und ich musste mich um die Hybrid-Technik kümmern und habe auch ein bisschen was an Technik aufgefahren. Das ist unser modernster Hörsaal, den wir haben, so von der Architektur her. Ja. Der hat ein Logitech Rallye-System. Das habe ich so genutzt, eben als so totale oder Kamera für das Podium. Dann habe ich diese OBS-Bot, diese kleine Tracking-Kamera hingestellt. Ja. Ich suche gerade das Rallye-System, weil ich habe es jetzt gerade noch gar nicht. Das habe ich, glaube ich, nicht fotografiert. Okay. Das hängt irgendwo hinten an der Rückwand. Also die Perspektive jetzt von dem Foto, das ist ungefähr die von dem Rallye-System. Verstehe. Ja, die hängt so an der Rückwand. Wenn man da jetzt voll reinzoomt, nur auf das Pult vorne für die einzelne Lehrperson, dann ist das wirklich die letzte Zoomstufe der Rallye-Kamera, dann macht die schon ganz schön Fokuspumpen und schafft sich auch nicht immer scharf zu stellen. Deswegen hatte ich da nochmal eine OBS-Board hingestellt und links neben der Bühne steht nochmal ein Rechner mit einer alten Logitech, die habe ich einfach so als Raumkamera benutzt. Ja. Und dann hat der Raum eben zwei Beamer, zwei Projektoren, die man unabhängig voneinander betreiben kann. Genau, das ist diese Raumkamera. Das ist mein Hauptlaptop als Host für das Meeting. Das ist die Perspektive von der Rallye, die man da sieht. Okay, verstehe. Und zwei Beamer. Dass man zwei Beamer hat, die unabhängig voneinander funktionieren, mit zwei unabhängig funktionierenden Laptops. Ein Laptop, den das rechte Bild so für Folienfreigabe, Bildschirmfreigabe, Videoeinspielung und das linke Bild eben nur für die Zoom-Videokacheln. Ja, so dass die jederzeit eben groß zu sehen waren. Es waren auch Leute remote zugeschaltet, also sowohl Teilnehmende als auch eben eine Person, die remote an dem Podium teilgenommen hat. Die ist jetzt hier auf dem Foto gerade nicht zu sehen. Ja. So. Und dann das Spannendste und Aufwendigste für mich, und das ist auch so ein bisschen, da gab es vielleicht vorher gewisse Abstimmungsprobleme, ist, es stellte sich dann so 10 Minuten, 5 Minuten vor Start raus, oh, wir brauchen noch eine Kamera für zwei Gebärdendolmetscherinnen, die da saßen. Oh, ja, aber okay, und dann hast du einen Laptop benutzt? Genau, und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich nehme wie üblich mein Handy auf meinem kleinen
anderen Klappstativ und nehme mein Handy in die Zoom-Konferenz rein und das funktionierte auch im Prinzip natürlich erstmal. Dann haben aber die wirklich auf die Gebärdensprache angewiesenen Personen im Zoom-Chat gesagt, ja, das funktioniert nicht so richtig, weil das ist zu ruckelig. Also da gehen ab und zu praktisch mal Zu viele Frames Nuancen verloren. der Gebärdensprache verloren Ja. Ja, und ist wir blöd, wenn so brauchen. ein, ich nehme an, das sind auch ganze Sätze, wenn, oder wenn dann ein Satz fehlt und dann, Ja, ja. Okay, krass, und dann hast du gesagt, okay, nehmen wir das Laptop. und dann habe ich gesagt, wir brauchen jetzt mal noch irgendwie einen Laptop irgendwo her. Dann hat noch jemand schnell einen Laptop geholt und haben wir den auch noch mit in die Videokonferenz eingebunden. Also hatten wir im Prinzip am Ende dort vier Laptops stehen. Und auf was steht das Ganze? Auf dem Rolli vom Overhead-Projektor. Sehr gut erkannt, Felix. Ah, klar. Und dieser Rolltisch hat immerhin eine Steckdose dran. Die war auch sehr wertvoll, weil der Akku das nicht die ganze Zeit. Das war wirklich, also vielleicht ein kleiner Rant in Richtung der Geisteswissenschaften. Ich habe die Vermutung, dass dort nur eine Veranstaltung als gute Veranstaltung zählt, wenn es auch eine lange Veranstaltung ist. Nee, also es war schon kurz und kurzweilig, aber ich glaube, am Ende waren auch alle happy, dass es dann vorbei war. Also auf jeden Fall waren alle Akkus von allen Geräten, die ich da irgendwie an den Start gebracht hatte, die auf Akku liefen, die waren alle am Ende so bei 10% oder sowas. Ja, okay. Ja, und die eingebauten Hörsaalmikrofone, das kann aber auch an dem Relay-System liegen. Geh mal nochmal bitte ein Bild zurück. Die klangen, ich glaube, im Soundcheck okay, die sind aber sehr, also die haben diese originalen Sennheiser haben aber, glaube ich, meines Erachtens irgendwie so einen sehr kleinen Bereich, wo sie gut funktionieren. Also wenn ich mir die zu dicht an den Mund halte, dann übersteuern sie. Und wenn Okay. sie auch nur ein bisschen zu weit weg sind, dann hörst du praktisch gar nichts mehr in Zoom, ne? Also im Hörsaal, im Raum geht das dann noch, weil man vielleicht so die normale Stimme hört, Aber es sind doch ohne Verstärkung. Ansteckmikrofone. Die Ja, Distanz müsste das sind so Umhängemikrofone eigentlich. da. Ah, so diese Messeartigen, die man Ja, sozusagen genau. Also schnell mit so an. einem Band, Okay. was man sich so um Yeah. den Nacken rum macht und dann schnackt man das einmal ein und dann mag das vielleicht mit dem Abstand passen. Wir hatten aber Ja. gestern nur zwei Mikrofone für irgendwie x Leute Ja, und gut, dann aber habe ich. Mikrofondreieck, Preis, Flexibilität, Leistung. Und wenn man dann nur zwei wählt, dann. Ja, weiß ich nicht. Also das Ja. auf jeden Fall im Soundcheck. Ich habe dann Soundcheck gemacht. Dachte, ja, klingt ganz okay, bleib mal bei den Mikrofonen. So, dann kam aber aus Zoom immer so, irgendwie, wir verstehen nichts. So, dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen noch mal kurz einen Soundcheck, habe mir das Mikrofon vor den Mund gehalten, habe reingesprochen, habe gesagt, ja, ist okay. So, und dann habe ich das wieder weitergegeben an die nächste Person, die irgendwie Grußworte gesprochen hat. Und dann hieß es wieder im Chat, nee, es klingt immer noch irgendwie nach U-Boot, können wir wieder das Mikrofon aus dem Soundcheck haben? Und dann habe ich geschrieben, sorry, das war das Mikrofon Same. aus dem Soundcheck eben. Und dann habe ich, sieht man ja jetzt hier im Hintergrund, habe ich einfach an diese Sennheiser-Dinger nochmal die Hollyland-Empfänger rangesteckt, sodass es wieder in einer Einheit praktisch ein separates Mikrofon für den Hörsaal gab und ein separates Mikrofon für Zoom. Und diese Hollyland-Dinger sind eben einfach ein bisschen gutmütiger da drin. Mit, ich halte sie mir sehr dicht an den Mund versus ich halte sie mir nur auf Hüfthöhe Also und kurz dann. MacGyvert und dann konnte es weitergehen. Genau, und dann konnte es weitergehen. Und tja, also das ist immer so dann die, wie Rudi Carrell sagt hier, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du vorher was in den Ärmel reingetan haben. Wer kann, der Deswegen, kann. wer hat, der kann, genau, Vor musst du allem, auch wenn ein Mikrofon man. in der Hinterhand Ja. haben. Und deswegen habe ich wieder dieses Frankenstein-Mutantenmonster. Ich habe das schon mal bei Instagram gepostet. Da habe ich das Zenland oder Hollyhaiser genannt. Sehr, sehr zum Missfallen der beiden Firmen, Ich wollte gerade aber. sagen, deswegen, wir machen jetzt einfach weiter, weil das macht viel zu viel Spaß bei der Arbeit. So, mehrere Laptops. Mehrere Laptops, ja genau, ein Ja. Host-Laptop, Laptop für die Bildschirmfreigabe. Aber ich meine, dann sieht man halt auch, ja, ich meine, das ist ja schon organisiertes Kabelgewirr, aber im Vergleich zu den sneaky, clean Kabeltrassen, alles schön versteckt. Und das ist einfach, what you pay is what you get. Wenn man sich drum kümmert, wenn auch wenn ich höre, dass ja Medientechniker am Start sind. Ich meine nicht, dass du das jetzt nicht gut gemacht hättest, aber das ist einfach eine. Also manchmal Es Leute ist sind ein und bisschen bleibt dann ein frustriert. improvisierter Aufbau. Also er war Ja. dann am Ende sehr leistungsfähig, aber es war und bleibt blieb eben ein improvisierter Aufbau. Und was Ja. uns da jetzt eben noch gefehlt hätte, ich weiß nicht, du kannst ja noch mal so ein Foto versuchen rauszusuchen, wo man so eine totale sieht. Oder hier, das ist ganz gut, ne? Also
die Personen auf dem Podium, die hatten jetzt natürlich das Problem, gerade in dieser hybriden Diskussion, wenn sie den Redebeitrag Ja. sehen, also hören natürlich kein Nick, aber wenn sie die Person sehen wollten, die hybrid zugeschaltet war, mussten sich alle umdrehen. Ja. Also was uns da noch gefehlt hätte, aber das hätte eben nochmal einen Laptop, nochmal ein Stromkabel, nochmal einen großen Das hätte ja ein Monitor, den man. Fernseher sein müssen, wenn du jetzt Ja, ein vor den. Fernseher, also nur mindestens irgendwie Ja. sowas mit paar 40 Zoll, sage ich mal so. Und den hätte man jetzt genauso auf Kniehöhe Ja, irgendwo hier. Du so kannst ein nicht bisschen sieben angeschrägt. Leute, du kannst nicht vor sieben Leute einen Laptop stellen. Das Genau, funktioniert das nicht. funktioniert nicht. Also das Ja. hätte ein Laptop sein müssen mit nochmal einem großen, Ja. irgendwie paar Dutzend Zoll Monitor. Ja, aber dann auch nicht so, dass man dann gar nichts mehr aus dem Publikum sieht. Also es bedingt sich alles so ein bisschen. Aber für ein, ich meine, wenn du da, für so ein mobiles, temporäres Setup, sowohl Audio als auch Video an einer Stelle nochmal nachgeschoben und so einen kleinen Hotfix, plus so viel Aktivität auf der Bühne, so viele Audio- und Videokanäle. Wie bist du an den Job gekommen? Also konntest du nicht Nein sagen oder war klar, Makowski macht das Sowohl immer so als auch, gut? ja. Also ich Okay. habe schon mal, wir haben letztes Jahr, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber berichtet, im Stream so eine Tagung auch in Hybrid gemacht. Ja. Das muss so letztes Jahr im März gewesen sein und daher kannten die sehr netten Leute dort meinen Okay. Kontakt und haben sich sehr freudig an mich erinnert. Sehr Und cool. also ich habe gestern so ein ganz bisschen geschwitzt, als es dann 5 Minuten vor Beginn jemand in den Chat geschrieben hat. Und sehen wir, wo sehe ich dann die Ja. Gebärdendolmetscherinnen groß? Und ich sage, Moment, wir probieren da mal was. Ja, sehr Ja. cool. Und dann wurde es auch noch aufgezeichnet, aber ich meine, das ist jetzt irgendwie kein Hybridlehre-Equipment, sondern es ist einfach irgendwie so ein Ja. Zoom-Recorder und irgendeine Sony-Kamera. Und keine Ahnung, ob da was bei rausgekommen ist. Auch das habe Ja. ich nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt. Aber auch schöne Perspektive und ich meine, so ein Zoom-Recorder kann ja auch schon einiges. Ja, Sehr cool. Aber wobei der, es glaube ich, dann geht. eben hauptsächlich den Hörsaalton aufgenommen hat und nicht notwendigerweise das, was direkt von den Personen kam. Ja. Aber ich habe überall Auto-Leveling drin gelassen und hoffe mal, Ja. dass irgendwas bei rauskommt. Aber ich meine, man hätte ja in Zoom mit und aufnehmen können. Wo ist der? Hier ist der Aufnahmebutton. Ja, das haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht, Ich sag weil mal, es wir. geht. Also du kannst das sozusagen immer Ja. noch weiter auf die Spitze treiben. Dann könnte man Audiospuren auch matchen. Also das ist jetzt irgendwie auch keine dunkle Magie. Nee. Vor allem, das ginge. Die Frage ist, ob man das alles alleine und als One-Show-Edu-Rowdy machen muss. Natürlich Ja. nicht. Aber das ist halt das Ergebnis. Also irgendwo musst du dann natürlich Abstriche machen. Kannst dich ja nicht teilen. Und ja, Genau, okay, aber cool. also in der ersten 10 Minuten, Viertelstunde musste sich so ein bisschen einruckeln, aber danach lief es meines Erachtens mehr als fluffig und gab Ja. auch viel positiven Ja. Zuspruch im Chat und so. Hast du dir irgendwie vorher so eine Art, weil es ist ja schon echt ziemlich aufwendig, hast du dir vorher irgendwie einen Lageschaltplan gemacht oder Nee, weil. also eigentlich nicht. Hatte sich jetzt zeitlich auch nicht so richtig ergeben. Ich glaube, Verstehe. die Leute, die das organisiert haben, waren sich, glaube ich, im Vorfeld auch nicht so wirklich klar darüber, was genau sie da vorhaben und wie sie das machen wollen. Weil, also, ne, also ich habe ihnen mal irgendwann gesagt, ja, dieser Raum hat eine Videokonferenzanlage, hat so ein Rallye-System, da könnt ihr erstmal schon eine ganze Menge mitmachen. Und die haben, die, ne, also. Ja. Da werden sich dann die Leute gedacht haben, ja gut, wenn wir eine Kamera haben, dann werden wir auch die Gebärdendolmetscherin zeigen können, kein Problem so, ne? Aber Ja. dass die natürlich nochmal eigentlich eine eigene Kachel in groß brauchen. Zumal, das wäre ja an sich kein Problem, wenn du eine Hau, also dieses permanente Dolmetschen, also du kannst ja auch nicht Untertitel irgendwann wieder an und ausschalten. Entweder du hast Untertitel Ja. oder du hast sie nicht, oder du bietest Gebärdensprache an oder eben nicht. Man wechselt ja auch keinen Film in, wobei das der Vergleich hinkt ein bisschen, aber man wechselt ja auch nicht irgendwie die Größe oder die Farbe mitten in einem Film oder während der Vorlesung. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall eine eingebettet als Greenscreen. Das hätte sich zum Beispiel auch angeboten, Hätte man bestimmt als auch PIP. machen können, ja. Also das, genau, das wäre vielleicht was zum nächsten Mal, dass die einfach einen cleaneren Hintergrund Ja. haben oder dass man die nochmal irgendwo, wo sich vielleicht die Gesten besser Ja. abheben gegenüber. Was mir auch aufgefallen ist, das kann jetzt auch an der eingebauten Laptop-Kamera gelegen haben, dass die so bei schnellen Bewegungen, so super hell war das natürlich auch nicht in dem Hörsaal, weil wenn du vorne das Bühnentafellicht anmachst, siehst du die Projektion nicht mehr von dem Beamer. Ne? Also habe ich nur so Spots angemacht von der Seite, habe das eigentliche Tafellicht ausgelassen.
dann verschwimmen natürlich manchmal so die Bewegungen, wenn ja, man gut, sich so, schnell so bewegt. kleine Artefakte, klar. Nee, ich Genau, will, ne, ja. weil die Kamera dann eben einfach nicht hinterherkommt, das zu Ja. filmen, so wie jetzt bei mir, wenn ich hier irgendwie schnell die Hand bewege. Und wenn man dann vielleicht die beiden Gebärdendolmetscherinnen nochmal ausgeleuchtet hätte mit zwei LED-Flächenstrahlern, Ja. ne, wenn die Kamera mehr Licht hat, macht sie auch schnellere Bilder. Genau, aber ich meine, wenn man das mal vergleicht, wie würden jetzt zum Beispiel, ich meine, natürlich ist das eine ganz andere Dimension, aber wie würde jetzt zum Beispiel eine professionelle TV-Produktion das machen? Die würden ja nicht fix 17 Kameras in so einen Raum stellen, sondern man hätte zwei Kameras, die würden dann natürlich mehrere hunderttausend Euro kosten, aber dafür können sie sich bewegen. Aber das Problem, was wir natürlich haben, ist, wenn du Schwebestativ und Co., dann brauchst du irgendwie so eine Art Exoskelett. Also es geht ja schon, aber da hast du so viele Kameraperspektiven und da noch ein Laptop und da ein Surface, das ist ja nur Ja, ein und ich meine, Behilfsprodukt mehr oder ich minder. weiß nicht, ob die Gebärdendolmetscherinnen das zum ersten Mal via Zoom gemacht haben. Vermutlich nicht, weil ich meine, die machen das ja professionell und leben davon. Und das wird ja nicht das erste Mal immer. Also ich habe ihnen gesagt, ich habe hier schon viele so Hybrid-Setups gemacht, aber dass ich mit Gebärdendolmetschung zu tun hatte, das ist für mich jetzt irgendwie auch das erste Mal. Und ich hatte ihnen den Zoom-Laptop, also ein Nachteil an meinem Smartphone-Setup war natürlich, dass sie sich da selber nicht gesehen haben. Es Genau, sei viel denn, zu ich hätte klein, irgendwie, das, ja. ja, und ist auch zu klein, ne? Und dann war das irgendwie so ein bisschen ruckelig. Und auf dem Laptop haben sie sich selber gesehen und ich weiß nicht, ob sie sich das dann so umgestellt hatten, dass sie zum Beispiel auch die Kamerakacheln von den anderen sehen. Weil die sich dann, glaube ich, mit den zwei, drei Leuten, die aus der Ferne zugeschaltet waren und auf Gebärdensprache angewiesen waren, also dass die sich so per Gebärdensprache gefragt haben, ist dann jetzt das okay, wie wir das machen, sieht man das gut? Ah, Ne? okay, Und cool. die haben so hin und her kommuniziert. Am Anfang mussten die sich, haben die sich nämlich auch immer umgedreht, Ja. um auf die Projektionswand hinter ihnen zu schauen, wo sie die Zoom-Kacheln Ja. sehen, ob das irgendwie alles okay ist. Das war eigentlich Und ein also ziemlich cooler spannendes Setup. Zusatzkanal. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Zusatzkanal, weil du willst ja, dass Genau, es also ankommt und dass Leute was davon haben. genau, und also das war jetzt definitiv ein Vorteil, da einen Laptop hinzustellen, weil die auf dem Laptop und vielleicht auch diese interne Laptop-Kamera zu nutzen, auch wenn die vielleicht nicht die allerbeste Qualität hatte, aber so haben die eben in Richtung Laptop geguckt, automatisch, Ja. und haben da irgendwie so einen Rückkanal gehabt. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so überlege, das sind ja jetzt beides zwei relativ krasse Setups gewesen. Also sowohl der Raum, klar, da hat man irgendwie sich auch mein Geld in die Hand genommen, da wurde geplant, aber auch das Temporäre. Also wenn wir jetzt irgendwann nochmal so eine Praxishandreichung oder Einreichung machen wollen, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man das mal runterschreiben würde, also Schaltplan im weitesten Sinne, Signalkette, wie auch immer, dass man einfach mal sagt, weil es hat ja durchaus Vorteile. Also du auch Also wenn ich gerade. Zeit hätte, hätte ich einen Blogartikel drüber Ja, geschrieben. es ist halt wirklich so eine Art, du hast verschiedene Leute, die verschiedene Bedürfnisse haben, im Sinne von die Gebärdensprache dies, Moderator gab es wahrscheinlich auch an diesem größeren Podium. Aber das könnte ich mir Genau. tatsächlich gut vorstellen. Material ist sozusagen genug da. Das halten wir Also mal das im können wir mal auf Hinterkopf. jeden Fall im Ja, Hinterkopf behalten, falls es mal eine ja. nächste, weiß Das ich, gibt's, glaube GmbH ich, gibt oder ja, so, wo man sowas, das mal genau. machen kann. Und ich würde mal vermuten, dass die das vielleicht auch nicht das allerletzte Mal gemacht haben. Also Ja. es hat ja dann doch irgendwie gut funktioniert und Könnte man fast wir wie haben eine so ein bisschen Erfahrung Umfrage. gesammelt. Und Ja. also wenn man beim nächsten Mal eben von vornherein ganz klar sagt, hier, wir brauchen irgendwie vier, fünf Laptops und wir brauchen da nochmal irgendwie einen Monitor, das kann man ja alles beschaffen. Ne? Es ist ja alles irgendwo in der Uni da. Ja. Und da muss man nur einen haben, der es irgendwie aufbaut und bedienen kann und versteht, wie es zusammen funktioniert. Ja, sehr gut. Alright. Ich würde sagen, das passt hinsichtlich des Kapitel Technik-Stuff über Technik. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den 17 Thesen oder zu verschiedenen Thesen. Ich mache das noch mal auf. Lass mich noch mal die Erstveröffentlichung aufmachen. Genau, Moment. also die Erstveröffentlichung. Ja, ich will den Link zeigen, weil Deutsche die. Nee. Habe ich irgendwann im August gelesen. Ich weiß nicht, am Wochenende oder an einem Freitag oder so, zu ziemlich später Stunde, eine Diskussion, ein Thread bei Twitter. Genau. Also pro forma, weil CC-Lizenz
Wir werden auch nichts ändern, wir laden es auch gar nicht hoch, aber wir packen es in die Shownotes. Also wir haben es Genau, auf darum Opus wird es 4, gleich gehen. Kopfhau. Genau. Und Ein magst Out. du diesen originalen Twitter-Thread noch mal rausholen? Ja. Gib mir. Hast du ihn hinzugefügt? Genau, der steht bei Ursprung der Diskussion. Ah ja. Träumchen. Ach Von ja, Professor Zweig. Professor Zweig. Okay, alles klar. Immer gut zu genau. wissen, wo wie Dinge. Nee, das ist falsch. So. Genau, und ich meine, der ging auch ja, viral, also ganz viral jetzt nicht, aber da sieht man, der hat für so Twitter und so schon Irgendwie eigentlich eine schon. ganz ordentliche Reichweite erreicht. Und da ging es eigentlich so um, was hat KI jetzt für Implikationen und brauchen wir mehr mündliche Prüfungen? Ah Und ja, verstehe. Und dann, okay. was Ja. ändert sich? Und dann kam irgendwo so ein Kommentar dazwischen. Ja, das mit der Präsenzlehre ist ja eigentlich auch irgendwie ganz geil und kann ich da mal auf unser Paper gerne aufmerksam machen mit den Vorzügen. Okay. Sehr gut. Und so bin ich auf dieses Paper gekommen Okay. und habe dann, das ist, wenn man bei Twitter dann weiterliest, habe ich dann dazu kommentiert und es steht jetzt hier nicht, um welche. Doch, also das habe ich dann um 12 Uhr am nächsten Tag geschrieben, aber ich habe das irgendwann abends gelesen. Und da habe ich geschrieben, selten einen Artikel zur Präsenzlehre gelesen, mit dem ich so wenig anfangen kann. Diese Fixierung auf die Leiblichkeit der Präsenz und die körperliche Anwesenheit, das Zementieren des so haben wir schon immer gelehrt und den damit verbundenen Machtverhältnissen zwischen Lehrenden und Lernenden, die Angst vorm Kontrollverlust bei offeneren Formaten sowie das Ausblenden jeglicher möglichen Vorteile und auch der zukünftigen Relevanz einer kompetenten und souveräne Nutzung von Online-Hybrid- und Blended-Formaten durch Studierende ist geradezu manisch. Das Oh ist so, boy. das ist das, was ich hat niemand geliked. Und Ja. ich glaube, wir haben einander vorbeigeredet, um das jetzt, um diese Situation ein bisschen zu retten und aufzulösen. Ja, okay. Also ich glaube vor allem, ich will zwei Punkte nochmal sagen, bevor wir da einsteigen. Das ist ja jetzt private Meinung und spiegelt nicht die Meinung unserer Institute wider. Ich glaube, das sollte man an der Stelle tatsächlich einfach mal sagen, weil Unis lieben Präsenzuni, weil, und das hast du in deinem doch sehr, also es hat was mit einer Hierarchie im Klassenraum zu tun. Ich werde das alles ein bisschen diplomatischer noch formulieren. Aber ja, natürlich, ich würde sagen, wir steigen mal rein. Ich fand nämlich ein paar Sachen durchaus ganz interessant, bin aber zu so einem ähnlichen Gesamtfazit mit, weiß ich nicht. Viele Sachen sehe ich anders und viele Sachen haben so mit dem, wie ich Lehre verstehe und Lehre auch als Studierender oder als Student wahrgenommen habe und auch sie noch wahrnehme, nicht so viel zu tun. Was ich interessant finde, es gibt ja so noch so eine kleine Präambel. Und insgesamt, also ein Wort fand ich interessant. Moment. Also, dass es insgesamt eine krisenhafte Gesamtsituation ist. Also, so mit diesem Präambel-Ersttext war ich eigentlich noch d'accord im Sinne von, es ist nicht alles Gold, was glänzt, es kommt so, it depends, also dieser ganze Tonus, so habe ich es jedenfalls gelesen, und dass es eben mehr ist, als einfach nur da zu sein. Also, gerade so dieser letzte Satz da, das hat sehr viel Hoffnung gemacht. Was ich dann schwierig finde, wie der Text insgesamt, und da würde ich dir auch dann zustimmen, dass es eben doch sehr mit, ich glaube, es hängt sehr davon zusammen, wie man, mit welchem Modul und mit welchem Beispielseminar man im Hinterkopf diesen Text liest oder insgesamt Thesen. Und wenn man ein Seminar im Hinterkopf hat, wo es total darauf ankommt oder das auch sehr gut in Präsenz funktioniert hat, im Sinne von, okay, es nährt sich selbst, es hat gut in Präsenz funktioniert, also ist die Präsenz der entscheidende Charakter, oder ob man das mit, ich habe eh einen Livestream rein digital im Kopf oder vielleicht sogar was, ein rein digitales Studium. Wenn man das dann eher so im Kopf hat, dann ändert sich so komplett der Blickwinkel auf diese Gesamtthesen. Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Moment. Ja, wie gesagt, diese Leiblichkeit und auch dieses sehr Fixierte, es ist ja auch relativ, es ist sehr akademisch geschrieben. Es ist auch, denke ich, sehr,
wohl durchdacht und immer, ich meine, das sind gestandene Wissenschaftler, die diesen Text geschrieben haben. Da wurde auch sehr viel, ja, Da wurde wahrscheinlich Bildungswissenschaft, viel gerungen um genau, einzelne Wörter und ja. Formulierungen, ja. Also das denke ich schon, da ist, glaube ich, auch relativ, also es liest sich definitiv so, als sind dass da sehr viele Gedanken und auch Kontexte reingeflossen sind. Was ich, ja, wie gesagt, der erste Punkt ist sehr auf Präsenz, es sind sehr lexikalische Definitionen, was ich einfach sehr, also dieses, eine digitale Präsenzlehre ist demnach ein Widerspruch in sich. Da habe ich das erste Mal so sehr stark Nein zu meinem Bildschirm gerufen und gesagt, das ist, es schließt sich einfach nicht aus. Und wenn man dieses Bild, dass es muss rein präsent sein, und auch dieses im gleichen Raum, das ist für mich eben keine Präsenz. Das ist durch die lexikalische Definition unter Punkt 1 eben als These so. Und dass auch nur das geschützte Umfeld entstehen könnte. Also es ist ja schon so eine Argumentationskette, die bestimmte Thesen aufeinander aufgehen. Und das macht das Dokument auch gut geschrieben. Aber ja, und andere Punkte sind dann ähnlich, die mich sozusagen ähnlich zu deinem Fazit führen lassen. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt in der These 2 ist, ne, also das Medium, die Video, damit ist die Videokonferenz gemeint, ne, also nimmt der Präsenz sowohl die Unmittelbarkeit als auch die Körperlichkeit, also klar, Körperlichkeit, da würde ich ja direkt noch zustimmen, ne, also über eine Videokonferenz kann ich eben nichts anfassen. Das ist für Laborpraktika vielleicht schwierig, aber wenn ich jetzt an eine, selbst an ein humanwissenschaftliches Diskussionsseminar denke, weiß ich nicht, wozu ich da Körperlichkeit brauche. Und Unmittelbarkeit, nach meinem technischen Verständnis, habe ich das jetzt in einer Zoom-Konferenz durchaus. Also, ja, ich meine, wir reden jetzt ja hier auch unmittelbar miteinander, sind irgendwie 100 Kilometer oder sowas voneinander entfernt Ja. und haben jetzt nicht das Gefühl, dass das Delay zwischen uns so groß ist, dass man sich ständig ins Wort Ja. fällt. Nee, also die Synchronizität, weil das ist ja dann später auch, ah, sei ja asynchron, wenn ich im gleichen, oder die Asynchronizität. Aber das haben wir auch schon über Ländergrenzen hinweg gemacht. Also ich meine, ich saß Ja, schon komplett in und Israel und ich in ja, Deutschland oder oder in in USA. Russland damals, Ja, ja, oder in genau, oder Russland, in USA. genau. Und gleichzeitig ist es, ah, also dieses Aberkennen von. Du bist nicht da, also denkst du nicht mit. Das fließt teilweise so ein bisschen dann in anderen Punkten mit rein. Dass man sich vielleicht auch diese Murmelgruppen, dass man irgendwie Kleinstarbeit, dass man so auch soziale Aspekte da sind, das kommt dann später. Da habe ich am ehesten noch irgendwie das Ganze grün markiert und gesagt, okay, da in Teilen oder auch in Gänze zustimmt. Was mich dann aber stört, was auf den Nebensätzen kommt, dass das nur in Präsenz geht. Und es wird so ein bisschen, so ein bisschen fehlt mir der Punkt, dass die, und eigentlich kam das auch in der Präambel, dass der Wert und der, normalisiert, also irgendwo kommt, dass es einen Wert hat von dem, was man in Präsenz macht. Für mich heißt das aber, dass ich dann vielleicht sogar weniger Präsenz mache, dadurch es sich lohnt, in die Uni zu kommen und auch nicht doppelt gebucht ist, was ja eine andere These ist, dass es nicht logistisch passieren darf. Und dass dann sozusagen der Präsenzcharakter einen anderen hat und dann so durch sozusagen diese gemeinsame Zeit, wie der Trademark, entsprechend ist. Aber das scheint zumindest ja die Meinung oder die Autorengruppe nicht so zu sehen. Ich würde jetzt ein paar, also weiß nicht, bei Punkt 3, dass man auch Aha-Momente digital haben kann, sind, denke ich, wir Ja, und zwei also irgendwie auch. Spontanitäten, Verirrungen und Querwege. Also ich würde sagen, irgendwo habe ich mehr Spontanitäten, Verirrungen und Querwege, wenn ich mit Leuten irgendwie in einer Videokonferenz bin. Ja. Und ich meine, Exkurse, Aha-Momente, also das kann ich da alles genauso haben. Also das ist, glaube ich, das ist definitiv nichts, was sich auf ein Präsenzseminar beschränkt. Ne? Und im Sinne von, das ist jetzt natürlich vielleicht. Was versteht man von ganzheitlich erkenntnisringendem, durchlebtem Tun? Aber ich meine, am Ende,
würde ich sagen, sitze ich da und diskutiere. Ja. Ja. Ich kann mir so ein paar, so bei drei habe ich so neutral gemacht. Es gibt, ja, das kann man jetzt wirklich einfach so interpretieren, je nachdem, welche Veranstaltung man im Hinterkopf hat. Vier war dann für mich auch wieder relativ, also wirklich rot, weil, also ich habe so ein bisschen so, ja, okay, und dann, was und wie zu lernen ist, das ist für mich einfach als auch als Formulierung nicht mit dem deckungsgleich, wie ich Erwachsenenbildung verstehe. Und für mich sind Studentinnen und Studentinnen, das sind für mich Erwachsene. Und so möchte ich sie behandeln, so möchte man auch irgendwie im Seminarraum oder überhaupt auf dem Campus. Das heißt nicht, dass alles total stocksteif sein muss, aber dieses, ihr kommt zur Vorlesung und ich sag euch, was und wie, auch das Wie, das kann man, weiß nicht, kann ich bildungswissenschaftlich irgendwie für meinen Bereich gar nicht bestätigen, dass ich immer das Wie vorgeben kann. Ich geb eher so das Was vor in einem Kurs oder es ist irgendwie das Curriculum. Ja, oder irgendwie ein Warum oder mit welchem Ziel, ja. Ja. Aber ich meine, also wie dann alle da hinkommen, kann mir noch egal sein, ja, an der Stelle. Und ich meine, also selbst über das Ziel kann man sich eben manchmal streiten, aber das hängt auch jetzt nicht davon ab, ob ich das Ziel in Präsenz erreiche oder hybrid oder online oder irgendwie wie auch immer, synchron, asynchron. Also genau, weil es um die Kompetenz am Ende geht. Also ja, kann ich, also ich dann, das, ja, ne, das ist so das für mich, wo so diese Bevormundung, eben so eine Angst vor Kontrollverlust als Lehrperson, wenn die Leute jetzt nur, also ich sag jetzt, macht doch, was ihr wollt, ihr könnt es eben euch auch online anschauen oder asynchron oder wie auch immer. Ich meine, klar, dann wird es passieren, dass manche Leute das eben nicht machen oder anders machen, als ich mir das vielleicht ursprünglich mal vorgestellt habe. Mhm. Aber das ist ja dann doch jedem und jeder das Seine oder das Ihre. Also ja, was ich auch, wie gesagt, leiblich eingebunden sein, ich versuche immer so ein bisschen direkt im nächsten Satz wieder auf den nächsten, dass wir vielleicht wenigstens einmal grob kurz durchgehen. Dieses leibliche eingebunden sein, habe ich mir direkt auch rot markiert, nur weil ich, also andersrum, ich würde den Gegenbeweis oder das Gegenargument aufstellen, dass nur weil ich komme, bin ich ja, dann bin ich physisch da, okay. Aber das heißt ja nicht, dass ich mental mitdenke. Und es gibt genug, die, oder weiß nicht, als Student denkt man, oder dachte ich zumindest, man sollte da sein und man sieht, dass man, dann man wirkt engagiert. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, es gibt schon so einen Modus, wo das Gesicht lächelt, nickt und winkt und eigentlich ganz woanders ist und ist dann nicht meine Zeit woanders besser aufgehoben. Später kommt ja dann in den anderen Thesen der Punkt, dass, ja, wenn aber dann niemand mehr kommt, ja, aber dann hat das irgendwie nochmal andere Auswirkungen und dass so komplett niemand kommt, das ist ja irgendwie auch einfach so ein den Teufel an die Wand gemalt. Das stimmt ja auch so nicht, dass gar niemand kommt. Nicht. Also mein Vorkurs letzte Woche irgendwie als schönstes Beispiel, ich meine, da gab es jeden Tag einen Livestream, jeden Tag eine Aufzeichnung, jeden Tag ein paralleles Zoom-Meeting. Ja. Und dann waren eben trotzdem 25, 30 Leute in Präsenz und irgendwie 2, 3 Leute in Zoom, die eben an dem Tag nicht konnten oder die irgendwie was anderes hatten oder nicht in Magdeburg waren. Ja. Und na, also der 6 würde ich in dem Sinne auch komplett entgegenstimmen. Ich meine, die 5, da würde ich noch so ein bisschen zustimmen bei diesem Socializing. Ja. Also sich kennenlernen, schätzen lernen geht in Präsenz wahrscheinlich einfacher, ist aber jetzt in der Online-Welt auch nicht unmöglich, aber ist, glaube ich, deutlich schwieriger. Also das ist ja auch immer das, was ich so gesagt habe, ne? So beiläufige, zufällige Begegnungen ermöglichen in einem reinen Online-Studium, in einer reinen Videokonferenzumgebung, wie auch immer die dann geartet ist, das muss ja nicht Zoom sein, das kann ja auch irgendwie so eine Plauderplattform sein, wie spaceship.chat, wonder.me und so. Das geht natürlich, ist aber einfach irgendwie anstrengender und anders als in Präsenz, wo man sich dann einfach so mal über den Weg läuft. Vor allem muss ich jetzt einfach knallhart sagen, ich brauche als Student dafür die Vorlesung nicht. Ich war an Tagen in der Uni, wo ich keine Vorlesung hatte und ich habe mich an Tagen mit Leuten außerhalb der Uni, woanders in Berlin oder Potsdam getroffen, genau, obwohl vormittags Vorlesung war. Also ja, es bedingt sich, es gab auch mal ein Match, dass man gesagt hat, wir haben jetzt vor nachmittags Uni oder nachmittags ist irgendwie noch Lerngruppe und hast du nicht gehört.
Aber das bedingt sich nicht. In der Lehrveranstaltung, im Normalfall findet ja nicht in der Lehrveranstaltung dieses Socializing statt, sondern davor und danach und in den Pausen, Ja. in der Mensa und in irgendwelchen Gruppenarbeitsräumen und im Café und auf dem Campus, aber Ja. doch eben im Normalfall nicht in der Lehrveranstaltung. Weil in der Lehrveranstaltung, also zumindest nach den Thesen hier und zu einem gewissen Grad auch zu meinem Verständnis, gebe ich ja als Lehrperson schon dann doch irgendwie so ein bisschen vor, was dort passiert. Genau, und Okay. wenn du es ermöglichst, schön und gut, aber man, also, und dann würde ich tatsächlich eher sagen, ist eine Präsenz, also angenommen, wie gesagt, jetzt Extrembeispiel, Einführung in die Statistik, erstes oder zweites Semester, 850 Leute, Raum fast 1000, einfach direkt ins Audimax. Das ist doch der letzte Ort, an dem ich socializen würde, vielleicht so links und rechts, okay, aber mein Socializing-Kreis und mein Wirkungskreis ist ja auch irgendwie begrenzt. Und dann will ich die Profs sehen, die sagen, ja, ich gebe euch jetzt 40 Sekunden und ihr stellt euch nach Postleitzahlen und wer ist heute das erste Mal in der Uni-Spiele auf. Das ist doch auch unrealistisch. Das habe ich gemacht im Vorkurs. Okay, aber Aber mit wie vielen Leuten? mit den 30, 35, Ah, mit den 30 Leuten, okay. ja. Und ich meine, wir haben das, die Aufzeichnung muss ja auch noch da sein. Also wir haben so gemacht nach alphabetischer Sortierung der Vornamen, nach wo kommt man her, von Norden nach Süden, einfach dann in Gruppen nach Studiengängen, ja, sodass man sich schon mal studiengangsmäßig zusammen tun kann. Typisches Und dann Warm-Spiel. nach, um ein bisschen den Bogen zu spannen zur Mathematik, nach Anzahl der mathematischen Funktionen, die man kennt. Wobei Okay. das natürlich äußerst subjektiv ist, weil was zählt man als eigene Funktion und was nicht? Und das habe ich dann auch nicht aufgelöst in dem Sinne, wer sagt jetzt wie viel. Irgendein Student hat sich ganz vorne hingestellt und gesagt, er kennt alle. Okay. Das fand ich irgendwie gut, weil das so natürlich Den kennt man ein dann. bisschen. Er persifliert hat meine ja auch nicht ganz wohl definierte Anfrage, die ich da gestellt Ja. habe. Weil ich gesagt, das Hast ist durften wie die Leute bei. miteinander reden? Durften die Ja, klar, teilnehmen? ja, Ah, okay. Ich spiele das immer so. natürlich. Ich spiele das immer so, dass die Leute dann immer weiter nicht miteinander reden. Irgendwann darfst du, also in der ersten Runde darfst du noch reden, bei der Okay. zweiten Runde darfst du dann irgendwie nur noch die Hände benutzen und irgendwann darf man Ah, okay. sich. Naja, gut, nee, Ja, so ja, verkompliziert habe ich das ja. nicht. Das Ja, sind ja gut alles mit, ja. Ingenieure, die müssen ein bisschen und Ingenieurinnen, die müssen ein bisschen aus sich rauskommen. Nee, aber und dann, ja, okay. Und dann habe ich noch einen Chuck Norris-Witz erzählt zu den allen Funktionen und Wieder, sowas. hast du wieder eine abgefeuert, ne? Also Ja, mehrere. natürlich. Ich würde mal sagen, So, also. du musst dir doch mal die 7 zeigen, weil die 7 finde ich wirklich, also die 7 finde ich super absurd. Okay. Die Die digitalen. digitalen Geräteoberflächen scheinen unsere Hautfunktion zu übernehmen. Die sinnliche Abstraktheit des virtuellen Raums trägt zur Verdrängung oder gar zum Vergessen des Körpers bei. Boah, also, das finde ich. Ich meine, schwarze Kacheln, klar, haben wir lang und breit diskutiert. Ist aber Das ist. eine Output-Variable. Das ist ein Ergebnis und Ja. kein Input. So. Und ich meine, schwarze Kacheln hin oder her, also das haben wir wirklich ausgiebig diskutiert. Der Punkt ist, glaube ich, auch, also auch Leute, die sich hinter schwarzen Kacheln, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, verstecken, ja, die können total aktiv mitarbeiten, aber eben nicht, indem sie mir irgendwie total fancy interessiert zugucken, ja, sondern indem sie eben Sachen in ein kollaboratives Dokument in Etherpad schreiben, indem sie Ja. irgendwie Quizze quizzen, indem sie grafisches Audience Response machen, indem sie eben Sachen simulieren und irgendwo hochladen, wo auch immer. Und es gibt ja ganz viele Arten von Aktivität im Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung, die komplett unabhängig davon sind, ob ich da irgendwie nett in eine Kamera gucke und lächle. Kennst du diese Also dieser Punkt mit App? den schwarzen Kacheln, der so und dann die Stör, also ne, die lerneffiziente Autonomiekontrolle, du hast es ja schon, du kannst gleich auch noch was zu sagen, wenn du möchtest, du hast Alles es ja gut. auch schon angemarkert. Ja, die an der Störanfälligkeit der Technik zerschellt. Ja, boah, wenn man sich eben nicht mit Technik beschäftigt und die dann störanfällig ist, ja, dann ist es eben schlecht. Und okay, wir sind hier auch schon häufig an Technik gescheitert, klar. Richtig oft, also Und richtig oft, richtig aber oft. irgendwann haben wir es dann doch immer hinbekommen. Und ich meine, wenn man das möchte, und das gehört dann vielleicht auch zu den Spontanitäten, Irrungen und Wirrungen eines Online-Formates, dass da mal die Technik nicht funktioniert. Aber das nimmt man ja dann nicht mit Achselzucken und schwarzen Kacheln hin, sondern man Das kann bastelt ich da auch. eben so ein bisschen dran Ja. rum, bis eben die Technik funktioniert. Und bis jetzt haben wir irgendwie noch jede Technik hinbekommen, ja. Und ich meine, da muss man vielleicht mal aus seinem Büro raustreten,
aus seinem humanwissenschaftlichen und muss sich vielleicht mal Hilfe holen bei Technikern, bei Medientechnikern, beim Rechenzentrum, bei was auch immer. Und ich meine, dann kriegt man schon Technik, die funktioniert. Wobei Also ich das tatsächlich ist sagen keine würde, Raketenwissenschaft. ja, wobei ich sagen würde, die Technikprobleme sind in allen Fachbereichen und Kulturen vorhanden. Also ich würde sagen, Die sind in der Elektrotechnik auch keiner sehr bekommt mit immanent. seinem Abschluss, also es ist wie auch Beamer-Setup und Co. Also da muss ich eine Lanze quer durch die, also das können alle gleich gut und gleich schlecht, würde ich mal behaupten. Definitiv, das würde ich auch so unterschreiben, Und ja. es müssen halt die Strukturen da sein. Das ist ja auch sowas, muss echt mal so ein Bullshit-Bingo-Kachel-Ansatz machen. Das sage ich auch so oft. Natürlich würde ich mir als Lehrperson, wenn ich irgendwie, ich habe drei Sachen probiert und dann sage ich halt, nee, dann halt nicht. Also wenn ich irgendwie der Einzige bin, der hier Bock hat und es ist weder Raum noch Beamer und nichts funktioniert, um sozusagen so ein bisschen eine Lanze zu brechen. Was mich an dem Satz halt auch stört, ist, dass, also ich lese den Satz so. Wenn Sachen digital zur Verfügung sind und ich mich an nichts mehr halten muss, dann lernen die Leute nicht richtig zu lernen. So, vielleicht interpretiere ich den Satz auch falsch, aber die Illusion von lerneffizienter Autonomie, ich dachte, darum geht's. Ich dachte, es geht Ja. darum, also jungen Menschen, die auch irgendwie gezeigt haben, sie können sich konzentrieren und lernen und die haben irgendwie Abi, wir haben das irgendwie schon so vorgefiltert, irgendwie gibt es vielleicht noch einen Studieneingangstest oder Bewerbung, hast du nicht gehört. Aber irgendwie sind die Leute in deinen Hörsaal gewandert und die sollen da auch sein. Und ich dachte, jetzt geht es darum, in 3,5, 4 Jahren, mal aus Bachelor-Sicht gesprochen, denen Autonomie beizubringen und denen zu Und sagen, Selbstwirksamkeitserwartung. wie bitte? Und Genau. Und Selbstwirksamkeitserwartung. zu sagen, okay, Leute, da ist das Ziel. Ich bin jetzt dabei. Wir machen, der Sprint oder der Marathon geht hier jetzt 3,5, 4 Jahre. Und wir üben das jetzt irgendwie in 17 Modulen. Und am Ende kommt bitte ein selbstgesteuertes, ja, autonomes Lernwesen, whatever. Also ich will jetzt gar nicht auf diese höhere Sprache. Also da kommt irgendwie jemand raus, der ist lebensfähig und der ist lernfähig. Und darum geht's doch. Aber naja. Und ob der dann die Kachel angemacht hat oder nicht, ist für mich echt, das ist schon nicht gar nicht mehr tertiär. Das ist, ja, wie gesagt, das ist ein Output. Also, ich würde gern, ich glaube, wir überspringen jetzt ein paar. Ich glaube, so unsere grundsätzliche Meinung ist Ja. irgendwie klar. Ich würde gern in diesen Moment, eine Sache habe ich sogar zugestimmt. Genau, die 9. Was ich tatsächlich interessant finde, und dann einfach anknüpfen an meinen letzten Punkt mit irgendwie Audite, habe keine Angst, dich deines Wissens zu bemächtigen und habe auch Vertrauen in deine Fähigkeiten im Sinne von, du hast jetzt irgendwie hier studiert und du weißt auch was, du kannst was. Aus persönlichem Meinen wird öffentliches Argumentieren. Muss ich tatsächlich sagen, ist einer der Punkte, dem stimme ich zu, als Grundfunktion oder als Aufgabe von Universität oder auch Bildung. Aber auch da brauche ich nicht nur die Präsenz. Also das geht. Genau, und ich meine, wenn ich dann irgendwie öffentlich argumentieren möchte, also wirklich, wirklich öffentlich, ne? Ich meine, dann mu muss ich vielleicht mal einen Livestream machen der Lehrveranstaltung oder eben vielleicht mal eine Aufzeichnung machen und die irgendwo hochladen und das eben durch so ein, wie auch in meinem Twitter-Kommentar da angeklungen, das nutzen als so ein digitales Schaufenster dessen, was in Universitäten und Hochschulen passiert, hinaus in die weite Welt. Und Das das werde genau. ich eben nicht mit reiner Präsenz schaffen, weil ich das, also Skaliert nicht. das, ne, skaliert nicht, ne? Also klar kann ich versuchen und das wird auch funktionieren in gewissen Grenzen. Und das ist manchmal bestimmt auch total nett, eben Leute in die Universität einzuladen. Und da werden auch ein paar kommen, aber da werde ich auch nicht alle erreichen. Also ich werde natürlich auch nicht alle mit einem Livestream erreichen, aber Ja. ich habe, glaube ich, schon Chancen, Möglichkeiten, erstmal ortsunabhängig, überregional und dann vielleicht doch eben ein breiteres, diverseres und heterogenes Publikum zu erreichen, wenn ich nicht Leute physikalisch, körperlich, leiblich in die Uni einlade, Ja. sondern das, was man dort macht, irgendwie digital in die große, weite Welt Was hinaussende. ich interessant fand, und das ist eben ein Aspekt, da hilft Präsenz, wenn es eben nicht öffentlich ist. Und ja, öffentliche Uni gleich öffentliche Bildung, öffentliche Gelder, irgendwie soll man dort, aber so ein Seminar, wenn ich jetzt im vierten Semester eine
Diskussion über ein Fachthema mache, von mir aus auch was Philosophisches, oder es ist eigentlich egal, ob man die Todesstrafe bespricht oder ob wir irgendein gesellschaftliches Thema, also wirklich so Debattenkultur. Ja, wirklich, wo man sagt, okay, da lässt sich jetzt drüber streiten. Und mit allem Für und Wider ist, und ich finde persönlich Debatten ein schönes Lehr- und Lernmittel. Und es ist egal, ob man über, auch im Bereich Informatik und IT-Bereich kann man über gesetzliche Aspekte, Netzwerkdurchsuchungsgesetz, was ist mit dem Bundestrojaner und so weiter. Also es gibt Dinge, die sind gesellschaftlich relevant, losgelöst von der Fachkultur. Und wenn man das natürlich in so einem geschützten Rahmen, weil eben nicht jeder mit dem Handy und es ist nicht irgendwas online. Und das würde ich sagen, es ist einer der wenigen Punkte, wo ich diesem Text irgendwie recht geben würde. Ja, da kann man sagen, vielleicht ist ja auch der Arbeitsauftrag, du sollst jetzt eine andere Position einnehmen. Ich gebe dir jetzt den Auftrag, dass du eben nicht deine eigene Position, das ist auch ein förderliches Mittel und dass das irgendwie demokratische Prozesse, ja. Auf der anderen Seite ist eine Also das, was ich gerade gesagt habe, diese Variation, diese Meinungsvielfalt, auch Meinungsbildung, das findet ja auch wieder komplett, da hat die Uni teilweise gar nichts mit zu tun. Das ist durch Vereine, das ist durch Freunde, das ist irgendwie durch Sport, das ist durch Ehrenamt und all diese Dinge haben mit dem Campus erstmal nichts zu tun. Und auch diese Prozesse, die jetzt hier beschrieben werden, die kriegt man auch anders außerhalb der Uni. Also man muss nicht studiert haben, um demokratisch und dialogische Prozesse in Gruppen erfahren zu können, ob jetzt über Ja. Hautfunktion oder nicht. Ja, also damit tue ich mir einfach sehr schwer. Ich würde jetzt tatsächlich am Schluss noch mal auf diese, wenn jetzt doch gar keiner mehr kommt, also Ja, ich so. meine, jetzt ist so das mit dem Zehen, ist so, man muss sich unbedingt in die Augen schauen. Ja, Ja, da ist genau. vielleicht so ein Ja, bisschen wieder was schwarze dran, da würde ich Kacheln. so ein ganz bisschen zustimmen, kommt auf die Situation an, ne? Wenn ich jetzt wirklich mit einer sehr kleinen Gruppe Studierender irgendwie was mache, dann würde ich auch schon erwarten, dass die dann tatsächlich ihre Kamera anmachen. Aber jetzt eben, es kommt dann Ja. eben, it depends, wie man so Ja. schön sagt. Elf würde ich sagen, ja, stimme ich zu. Schaut, ob die Hochschule das berücksichtigt, aber eher aus der Sicht kann meine. Aber wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben müsste, nachdem ich die ganze Orga von innen gesehen habe und irgendwie beide Seiten und wie auch immer, würde ich sagen, ja, guck tatsächlich, was die Uni da anbietet, berücksichtige das bei deiner eigenen Hochschulwahl, aber eher hinsichtlich, wie viel kann denn die Uni digital und nicht wie viel ist in Präsenz. Und auch da finde ich es interessant, sozioökonomisch kann nicht jeder sich ein Studium in einer krassen, die fünf größten deutschen Städte leisten. Das ist, und dann wird doch, wenn jetzt alles aber in Präsenz wäre, dann muss ich entweder irgendwie auf eine kleinere Uni, weil ich mir nur da die Mieten leisten kann, aber dann wird die Präsenzuni so als Gatekeeper, das kann es doch irgendwie auch nicht sein. Also, ich meine, das ist nicht, was der Text jetzt hier sagt, aber wenn ich die Gedanken weiterspinne, naja. Willst du was zu 11, 12 oder 13 sagen? Ja, 12 ist, da geht es um Anwesenheitspflicht, ist, glaube ich, auch ein viel diskutiertes Thema. Hier wird so ein bisschen natürlich pro, ja, also es gibt keine rechtliche, prüfungsrelevante Anwesenheitspflicht, aber es gibt eine ethische Verpflichtung zur aktiven Ist Teilnahme. doch Quatsch, nein. Würde ich überhaupt nicht so Nee, sehen. ja, also ja, so ein bisschen, ne? Wenn ich jetzt, das ist auch wieder so, es kommt drauf an. Also wenn ich mit Studierenden, ich sag jetzt mal bei uns, ne, ich habe eine Masterlehrveranstaltung irgendwie eben vor Messtechnik mit 5 Studierenden und ich möchte mit denen jetzt verschiedene Messgeräte durchgehen. Na, dann wäre es nicht schlecht, wenn die irgendwann im Laufe des Semesters mal da sind, um mal selber die Knöpfe an die Messgerät drücken zu können. Anders wird es eben nicht funktionieren. Aber Aber dann ist doch die intrinsische Motivation, das zu können genau, und aber zu ich meine, kommen, ungleich höher. genau, ne, aber ich meine, dann, wenn die Studierenden das nicht möchten, werde ich sie auch nicht dazu zwingen, können wir am Ende auch keine Prüfung machen, dann haben eben irgendwie alle Pech gehabt. Aber ich werde doch, also, ne, das ist so ein, da steckt für mich eben so ganz viel Kontrolle drin und ja, der wechselseitig getragene und verantwortete Seminarzusammenhang wird untergraben. Ne, nur, man kann nur kontinuierlich gemeinsam roten Faden spinnen. Also, da ist ein bisschen was dran, aber das ist so von hinten. Wir brauchen hier dann doch jetzt auch nochmal diese Anwesenheitspflicht, weil ich will euch unter Kontrolle haben. Nee. Und eigentlich die Frage ist doch eine andere. Was sollen denn die Leute am Ende meines Seminars können? Was sollen sie für Kompetenzen haben? Ja. Und was habe ich für ein Assessment, was habe ich für ein Prüfungsszenario, in dem sie das nachweisen? So, und ich meine, wenn jetzt rauskommt, also selbst in meinem EMV-Messtechnik-Beispiel,
Studentin guckt sich ganz viel Demos an von irgendwie Messgeräten oder macht ein Praktikum in einer Firma, wo sie irgendwo sowas macht. Also dann muss die doch nicht hierher kommen, wenn sie am Ende trotzdem das irgendwie machen kann. Und Ja. also ich glaube, so kann man sich für jedes Szenario kann man sich was überlegen. Ich habe auch ganz viele Leute in meinem Studium früher gehabt, die gesagt haben, ich bin nie irgendwo hingegangen. Ich habe mir das alles alleine angeguckt, am Ende trotzdem eine super, super gute Prüfung geschrieben. Ja. Und ich meine, dann sind wir wieder genau bei diesem Anwesenheitspunkt, Pflicht, ne? Punkt, dann sitzen eben Leute da und sitzen da. Genau, es ist ich, also ich bin persönlich auch eher so ein Typ, wenn ich da bin, dann sage ich was, dann habe ich Fragen, dann ist so wie mitdenken, auch weil ich sonst, ich habe es im Studium festgestellt, wenn ich irgendwie nicht mitdenke und auch mal was frage, dann bin ich, war ich tendenziell auch immer eher so jemand, der dann, oh, jetzt schon wieder die vierte Frage, mache Steinberg jetzt mal Ruhe, ja. Also vor allem von Mitlernenden eher, weil du ziehst ja die Veranstaltung in die Länge. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, dann ist mein Hirn auf absurde Abwege und so von dieser Hang, ja, mach ich zu Hause selber. Nee, jetzt sitzen wir da schon und es ist 9 Uhr. Also super früh, will ich damit sagen. Und dann kann man irgendwie auch mitdenken. Also da, ich verstehe, was so zwischen den Zeilen rauskommt. Aber wenn ich da sitze und lächle und winke und aufmerksam erscheine, dann haben alle nichts gewonnen. Also aus meiner Perspektive zumindest. Ja. Und ich meine, 13, 14 schlägt in dieselbe Kerbe, ne? Schädliche Ja. Selbsttäuschung, wenn man eben die Anwesenheitspflicht verletzt. Ja, so what? Es sind alle erwachsene Menschen, Ja, müssen das alle ja. selber wissen und Dieses auch Abhaken lernen. von Und das Prüfungen in gehört eben 14. auch dazu. Und ich meine, das mit der 14, ja, wer, wie wir auch schon mal gesagt haben, ne, wer Credit sieht, wird Bachelor ernten. Also das sind eben auch dann Rahmenbedingungen darum, wie so ein Studium an sich Wir müssen ökonomisch gestaltet sein. ist. Ich muss als Das hat Student aber auch nichts ökonomisch mit sein. Präsenz und Prüfung und nichts mit Präsenz und Online und Blended und Hybrid zu tun. Ja. So 15, 16, 17 geht dann, wie gesagt, auf die. Genau, also in Ja, die ist auch noch mal Doppelbildung. so ein bisschen 15 geht so ein bisschen in die richtige Verbindlichkeit Richtung. und auch Anwesenheitspflicht. Also irgendwie, Ja. das ist jetzt, es dreht sich dann doch, es kreist so ein bisschen um diese Anwesenheitspflicht ringsrum. Wobei ich 15 tatsächlich. Also ich lese es jedenfalls so, dass es dass strukturelle und logistische Maßnahmen erforderlich sind, damit es eben nicht Doppelbelegungen gibt, damit irgendwie nicht links und rechts noch andere Veranstaltungen sind, damit sich eine Lerngruppe nicht aufteilen muss und letztlich immer nur ein Drittel der Leute da sein können, weil es ansonsten einfach unökonomisch wäre, weil du quasi sonst was verpasst. Ja. Insofern Also da, ja. genau, also ich meine, bei der 15, bei diesen strukturellen Problemen, da kann man natürlich tatsächlich so ein bisschen zustimmen, ne? Also was dann Genau. vielleicht, ich meine, wir reden ja viel über digitale Bildung und vielleicht auch, also manchmal so digitale Bildung im, ich war, weiß nicht, vor einem halben Jahr, ja, mal bei irgendeiner Online-Webinar, wo es so um digitale Bildung im frühkindlichen Kindergarten, Vorschul-, Grundschulbereich ging. Und ich meine, da kann man das natürlich so deuten mit im Sinne von, die Kinder kriegen jetzt alle ein Tablet in die Hand, da spielt die ganze Zeit Peppa Wutz und die sitzen alle im Kindergarten rum und gucken jetzt die ganze Zeit Aber das ist Videos, doch keine ja. digitale Bildung. Versus, naja, natürlich sind die Kinder aktiv und spielen und machen Sachen Genau. draußen. Und Ja. jetzt kann man ja mal irgendwie so ein Handy-Tablet nehmen und mal von irgendeiner Pflanze, einem Vogel, in was auch immer, ein Foto machen, das dokumentieren und mit einer Pilzbestimmungs-App oder was weiß ich Ja. bestimmen, was das jetzt für ein Vogel war, der da gerade über den Kindergartenzaun Ja. geflogen ist. So. Und ich meine, die Wahrheit spielt sich natürlich irgendwo dazwischen ab. Und ich glaube, so ist das auch hier so ein bisschen bei der These 15. Also was vielleicht auch so am Anfang der Pandemie überall, ne, und wir verstehen uns als Präsenzuni, niemand hat die Absicht, die Uni zu digitalisieren. Also was manche Leute vielleicht sehen und befürchten, und das ist aber niemals nie unsere Absicht, muss man vielleicht an der Stelle nochmal ganz klar sagen, wenn wir sagen, wir wollen hier mal ein bisschen Digitalisierung der Lehre vorantreiben, heißt es eben nicht, wir wollen jetzt alles aufzeichnen und irgendwie alles als Konserve zur Verfügung stellen, sodass man sich eben überhaupt keine Gedanken mehr darum machen muss, wie man so ein Studium aufbaut oder wie man irgendwie eine vernünftige Lehrveranstaltungsplanung macht und ein Curriculum-Design, weil ja alle Inhalte sowieso immer, überall und jederzeit verfügbar sind und man sagen kann, macht doch, was ihr wollt. Ja? Absolut. Also natürlich schaffe ich Flexibilität,
wenn ich sowas mache. Aber nichtsdestotrotz muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, dass so ein Studium weiterhin studierbar bleibt und wie das irgendwie möglichst gut aufeinander aufgebaut ist. Und ich glaube, so diese Befürchtung, wir haben jetzt alles einmal digitalisiert und aufgezeichnet, jetzt kann sich das jeder angucken, wie er will, das steckt vielleicht so ein bisschen dieser These drin. Aber ja, das fasst das, ja. Ich sag mal ja. Okay. Die Logiken, didaktisch, was ist sinnvoll, was ist effizient, ja, da regt sich in mir auch Zustimmung, irgendwie ja, aber danach irgendwie auch die Unvernunft, es könnte. Oh, ich weiß nicht, nee. Also, auch dann 17 geht ja auch in so eine. So, ich lese so ein paar Sachen raus, aber wenn ich dann meine Veranstaltungen und auch dem, also, weiß nicht, in unseren, ja, anekdotische Evidenz und so, aber wenn ich dem anschaue, was wir gemacht haben, gerade so die Seminare, wo wir MOOCs mit Studierenden gebaut haben und evaluiert und durchgeplant, ja, da hat sich ein roter Faden durchgesponnen und tatsächlich waren auch viele Sachen in Präsenz, aber das Endergebnis, also Kompetenzen, was fangen wir damit an, das ist ein rein digitales Produkt. Ich hätte das nicht nur in Präsenz machen können, da wäre kein MOOC rausgekommen, das hätte nicht funktioniert. Ja, definitiv. Also die 15, 16, 17 schlagen, glaube ich, alle so in die gleiche Kerbe, ja, die ich eben auch schon mal so angesprochen habe. Ja, diese Zweckrationalität, die Effizienz, Ziel von Etat und Personalkürzung. Also ich glaube, dieses Ziel hat niemand, glaube ich auch nicht in den Hochschulleitungen. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch schon häufig genug darüber gesprochen, wenn ich gute digitale Lehre machen will, mit allen Vorteilen, Vorzügen und Möglichkeiten und Chancen und so, die sich dabei ergeben und eben auch den Herausforderungen, dann brauche ich eigentlich mehr Leute und höher qualifiziertes, ja, Lehrpersonal, absolut, um das eben gut zu machen. Und so dieses, ja, ich weiß nicht, also diesen letzten Satz da, kapitalistische Ausbeutung, bürokratische Zurichtung, überhaupt nicht verstanden. Fantasien, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Weil ich meine, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel an unseren neuen Kooperationsstudiengang hier denkt, wo es um KI und Ingenieurwissenschaften geht, als Kooperation von allen Hochschulen und Universitäten im Land, das geht ja gar nicht anders, als dass ich das hybrid online blende, denke, verrückt, weil natürlich können die Leute eben nicht montags in Magdeburg sein und dienstags in Halle und mittwochs in Köthen und donnerstags in Wernigerode und so weiter. Und also, wenn man das machen würde und die jetzt eben jeden Tag in irgendeinen Bus setzen würde, das wäre ja irgendwie jetzt erstmal Klimagefährdung und ja, eigentlich es ist auch die, ja, auch Reisezeit als Lebenszeit und ja, wie, ja. Den Vibe habe ich auch nicht ganz verstanden von 17. Ja, und also der Punkt, den wir auch schon mal angesprochen haben und den ich vielleicht hier nochmal zumindest aus meiner Sicht jetzt abschließend hervorheben würde, also ein paar Punkte zur Vorteil der Präsenz sehe ich auch, aber das reale Leben von Absolventinnen ist ja dann später auch eines, was mit vielen Blended Online und Hybrid und so Szenarien, ja, zu tun hat. Und wenn man sich eben dann in solchen Welten und mit den zugehörigen Werkzeugen souverän bewegen möchte und die souverän nutzen möchte, dann muss das natürlich auch mal irgendwo ansatzweise im Studium abgebildet werden. Und das wird nicht funktionieren, wenn ich hier die ganze Zeit Hypopie die Präsenz feiere und mich auf die Leiblichkeit verlasse. Und also, wie gesagt, also abschließend klingt für mich so ein bisschen so ein: Wir haben schon immer Präsenz gemacht, Präsenz war geil, das Online ist alles irgendwie komisch, schwarze Kacheln und dann muss ich mich da auf einmal irgendwie mit der Technik beschäftigen, da habe ich gar keinen Bock drauf und außerdem weiß ich, habe ich die Leute, ich sehe die Leute gar nicht mehr, ich habe die gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle, wer weiß, was die da machen. Boah, das klingt mir alles irgendwie nach Stress und Arbeit, habe ich keinen Bock drauf, ich mache jetzt mal schön, schön, schön weiter Präsenz, so wie ich es immer so gemacht habe und da ist auch mal gut. Was ich, also ja, weil du es gerade gesagt hast mit Arbeits- und Lebenswirklichkeit, ich finde es interessant, dass es die gleiche Diskussion ja auch mit den ganzen Homeoffice-Aspekten gibt. Also es gibt irgendwie Firmen, die sagen so ganz klar, Leute, ab in den Glasbau, da ist besser. Da seid wir besser, wir sind besser, alles ist besser. Und es gibt irgendwie Unis, die, oder auch, ich glaube, ein bisschen kann man sich das ja schon aussuchen als Fakultät oder auch als Lehrperson, also als Prof effektiv, also du und ich nicht, aber die Professoren da draußen können sich ja schon überlegen, wie sie Dinge machen. Freiheit der Lehre und Forschung, zum Glück.
Aber die gleiche Diskussion sehe ich irgendwie auch in dieser ganzen Homeoffice-Geschichte. Insofern bleibt es so ein bisschen, ich will nicht sagen spannend, aber es ist interessant, wie die Realität sich diesbezüglich entwickelt. Ich würde sagen, es ist cool. Wir haben jetzt alle Thesen Wir durch. haben alle Thesen einmal Passt. durch. Vielleicht können wir den Punkt wirklich beenden mit einem Tweet. Vielleicht kann ich auch noch mal raussuchen, den ich wirklich so ganz, ganz am Anfang der Pandemie gelesen habe. Und Ja. ich finde so dieses Gedankenspiel immer wieder spannend, zu sagen, stellen wir uns mal vor, wir hätten immer schon alle irgendwie online gelernt, synchron, Ja. asynchron, wie auch immer, rein über digitale Medien, über dieses Internet. Und jetzt hätte eben ein böser, böser, großer Computervirus unsere komplette Online-Kommunikationsinfrastruktur lahmgelegt und wir müssten uns auf einmal irgendwie in Präsenz an Orten treffen, um jetzt gemeinsam zu lernen und Wir zu hätten die lehren Orte und gar das zu nicht. machen. Was ist ein Hörsaal? Genau, ja, so. Und wie würden wir das machen? Also wie würden dann Ja. Schulen, Universitäten, Präsenzräume aussehen, indem man sowas tun würde und wahrscheinlich nicht, also ich lasse jetzt auch mal die Antwort offen, kann sich ja selber was zu überlegen, ne? Aber also wahrscheinlich nicht das, würde das nicht so aussehen, wie jetzt in diesem Paper die Präsenzlehre gefeiert Ja, werden würde. ja. Du hast ein sehr, sehr cooles Praxisbeispiel gefunden. Genau, ich habe bei Martin Ebner davon gelesen. Sehr, sehr bekannt. Also tatsächlich Sehr, sehr ist, bekannt. ja, Martin Ebner ist tatsächlich sehr bekannt. Auch so mit MOOC, also man kommt auch an diverser Literatur nicht vorbei. Also wenn es ums Thema MOOCs geht und vielleicht auch Open Educational Resources und so, Ja. sehr, sehr aktiv, schon seit etlichen Jahren. Ich habe ihn auch mal persönlich getroffen, ich glaube 2018 bei einer ICM Inverted Classroom Konferenz in Cool. Marburg bei Jürgen Handke, den wir auch schon häufiger mal erwähnt Ja. haben. Und ich habe gelesen, dass er die ehrenvolle Aufgabe hat und die Freude, durch einen ja, virtuellen Willkommenstag, Onboarding-Tag zu leiten. Ja. Durch einen zeitlich sehr langen, aber doch aus meiner Sicht kurzweiligen Stream, in dem alle möglichen Leute an der Uni und Institutionen sich vorstellen. Ich finde es gar nicht, also ich fand. Ja, 2,5 Stunden klingt erstmal lang, aber ganz ehrlich, Tag der offenen Tür geht auch 4 Stunden. Und ja, du kannst woanders hinlaufen, aber ich habe mir dann auch mal diesen Ablauf überlegt. Was ich total gelungen finde, sind zwei Sachen. Es ist ein korrektes und richtige Verwendung eines Thumbnails, weil du brauchst keine Screaming, Reaction, wie auch immer irgendwas Witziges passiert, Thumbnail. Einfach mal die Agenda ins Thumbnail zu packen, also als Übersicht, ist total schlau. Es gibt nämlich danach wohl keine Kapitelmarken mehr. Und das Zweite, was ich total gut finde, wenn mich das Sprachangebot nicht interessiert, dann weiß ich, dass ich spätestens da eine 20-minütige Pause habe. Wenn ich als Masterand schon weiß, wie eine Bibliothek funktioniert, gucke ich mir vielleicht nur die ersten 20 Minuten oder die ersten paar Minuten von den 15-Minuten-Block Bibliothek an. Und das Gleiche ist für Arbeitswelttechnik und so weiter und so fort. Keiner muss 2,5 Stunden sich diesen Livestream angucken, darf nicht auf Klo, darf nicht essen, darf nicht über los. Ein Tag der offenen Tür ist ja auch so, dass du sagst, ja komm, lass jetzt mal Mittag machen, danach gehen wir zu dem Stand, danach gucken wir noch, dass wir irgendwie zum Asta gehen und so weiter. Also allein das hat mich schon direkt beeindruckt. Es ist kein Schnickschnack drumherum. Sie haben ja so eine Gesamtseite. Beziehungsweise, ich hatte Genau, noch. also was man vielleicht herausheben muss, ist, dass sie haben das jetzt eben nicht auf einer der großen bekannten Plattformen wie YouTube oder Ja. Twitch gestreamt, sondern die TU Graz hat eben TUBE, ihr Tube, ihr eigenes Video- und Streaming-Portal. Keine Ahnung, worauf das jetzt technisch basiert. Ich meine, wir haben ja in Magdeburg sowas Ähnliches, unsere Media Site, Ja. über die man sowas auch machen kann, wo das dann aber, es sei denn, man kündigt das eben ganz, ganz, ganz offensiv irgendwo an, wo das ansonsten aber erstmal keiner findet, ne? Das wird dann so ein bisschen Ja. versendet, wie man so sagen würde. Aber das ist eine öffentliche Seite. Genau. Sie haben irgendwie so eine Art Kachellogik. Man kann sich eigentlich sofort zurechtfinden. Und irgendwie auch andere Dinge, also es ist einfach ein super digitaler Flyer. Sie haben auch einen richtigen oder einen anderen Flyer, habe ich gesehen. Aber also ich weiß ja nicht, wie viele Leute sich damit beschäftigt haben, aber da scheint ja ein Team zu sein. Ja, ich Wirklich glaube, das ist Kudos. es Richtig gut so gemacht. im Vergleich zu den paar
Einzelkämpferinnen ohne Wochenende, wie ich immer sage, die es bei uns machen, steckt da natürlich schon ein größeres professionelles Team definitiv dahinter. Das macht man eben nicht mal so nebenbei. Also man stellt sich vielleicht nebenbei einen Tag hin und moderiert das Ganze und führt durch dieses Programm, aber da müssen eben ganz viele Leute im Vorfeld da schon was sehr professionell vorbereitet haben. Selbst das Theograds Racing-Team ist vertreten. Also, sie haben es Ja, einfach aber mal zum Beispiel geschafft. unser Uni Magdeburg UND Racing Team hat sich in meinem Vorkurs auch vorgestellt, Ja, oder sagen wir mega. mal, ich habe sie in dem Fall vorgestellt. Ah, Aber bei, also das, dieses, diese, das Institution, das ist, also spannend, in meinem Vorkurs ist ja auch so ein ganz bisschen Onboarding Socializing drin, da stellen sich auch immer studentische Institutionen vor. Und das ist was von den Studierenden in der Evaluierung oder in den Umfragen immer als sehr positiv hervorgehoben wird, diese Vorstellung studentischer Institutionen. Fachschaft, IEEE Student Branch, ja. Racing Team, Ja, vom Roboter Team. normalerweise, was ich so spannend finde, normalerweise findet das alles, ich habe auch irgendwie, kam Anfang des Studiums, es kriegst du quasi die analoge Version davon, also ganz viele einzelne Papierseiten, die ja nicht ein ganzes Portfolio ergeben, sondern das, da ist dann jeweils eine Willkommensseite drin, da ist es Hochglanz, aber es ist so eine Flyer-Reihe, die nur künstlich zusammengehört. Und hier ist ja alles aus einem Guss. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber Henrik, komm, das ist doch Marketing und nee, es ist ich finde, es ist der erste Kontaktpunkt von Leuten, die sich überlegt haben oder dazu entschieden haben, an die TU Graz zu kommen. Und das kann, also ich finde, dieser Aufwand lohnt sich. Martin Ebner sagt dann auch in dem Video, dass sie das anerkennen, dass das ja auch ein neues Kapitel ist und was Großes und ja, für euch und uns ist es irgendwie, also sagt er nicht, aber natürlich ist irgendwann ist ein Semester, es ist wieder Wintersemester, es ist wieder Sommersemester, dann ist es wieder Winter, dann ist vielleicht eine Summer School. Aber an sich ist es schon was Besonderes, sein Studium zu beginnen. Insofern finde ich diesen Aufwand völlig gerechtfertigt und habe das sehr gefeiert. Und es ist öffentlich. Normalerweise ist das alles hinter verschlossenen Türen. Du kannst nach einem Monat keine Links mehr öffnen. Und das ist öffentlich und ich nehme an, dass es, gut, der Link wird sich vielleicht ändern. Da, der ist jetzt, aber ja, erster Eindruck, 10 von 10. Ja, und wir können jetzt ja, ich meine, wir können jetzt natürlich noch mal reinschauen und so ein bisschen Ja, durchscrollen. ich fand ein paar visuelle Aspekte Nennung ganz Lehr- und interessant. Lerntechnologie. Ich würde ihn auch einfach einmal kurz zu Wort kommen lassen, weil Sehr gern. Knaller Typ einfach. Kann man das so, ja, ich glaube, Vollbild. Und inhaltlich komme ich noch einmal später dazu, aber ich darf Sie alle recht herzlich hier den ganzen Tag eigentlich durch diesen Stream führen. Liebe Studienanfängerinnen, liebe Studienanfänger, es freut uns also ganz besonders, dass Sie sich für ein Studium an der Technischen Universität Graz entschieden haben. Und gleichzeitig wissen wir, dass das ein sehr großer Schritt ist. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt jetzt eigentlich. Und ganz ehrlich, das willst du, wenn du neu anfängst vor Studien hören. Keiner hat eine Ahnung, du bist froh, dass du diesen Hörsaal und den Stream gefunden hast. Alle tun so, als hätten sie voll den Überdurchblick. Und du sitzt dann, also so ging es mir, du sitzt dann halt so, ich habe auch voll den Überdurchblick, aber du hast nicht mal einen Plan, wo die verdammte Mensa ist oder wie du bezahlst, weil sie nehmen nur die Unicard, hier deine Uninamen einfügen. Giga. Und sie sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die also nicht nur das Studium betreffen, sondern das gesamte Umfeld. Und um diesen Schritt zu erleichtern, haben wir seinerzeit diese Willkommenstage ins Leben gerufen. Eigentlich wollen wir sie eigentlich nur unterstützen, so gut es geht, und helfen, wo wir nur können, damit sie eines schaffen, nämlich gut in der Studie. Also wirklich Botschaft, alles. Ich hab den Ton jetzt ausgestellt. Ja, auch klar visuell, es ist kein Hollywood-Greenscreen, aber sie haben sich irgendwie Gedanken gemacht. Ja, das Glas hat ein paar Artefakte. Es kommt ja dann, glaube ich, noch so ein Dual-Split hin. Ich habe die Vermutung, ich müsste ihn fragen, vielleicht mache ich das auch. Ich habe die Vermutung, dass da, wo die Technik stand und wegen den MOOC-Kursen etc., dass da, wo die Technik stand, eh schon, so wie das bei uns ja auch ist, also die Wand hinten grün war. Und bevor du eine grüne Wand zeigst, benutzt du den Greenscreen. Oder, also vor allem, Ja. wenn du nicht hochfährst. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich glaube, ich werde ihn mal fragen und anschreiben. Also ich glaube, Sie haben das Greenscreen-Setup. Man hätte sich natürlich auch irgendwie in ein schön mit Blumen und ein bisschen Licht dekoriertes Studio stellen können, so wie wir das ja immer mal bei unseren Sachen machen. Ich glaube, Sie haben ja später auch in das Setup noch Folien reingebastelt. Das kriegst du eben besser hin Ja, mit dem ja. Greenscreen.
Und dann finde ich, es ist eben eine total schöne Mischung aus so Einspielern, so wie dem jetzt, ne? Also der, das ist, glaube ich, der Rektor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Würde Sinn machen, der hat natürlich vielleicht an dem Tag keine Zeit oder... Da war ein Cut drin. Da war ein Schnitt drin. Ja, mach das, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich gehe nochmal zurück. Aber ich meine, also klar hat der vielleicht an dem Tag auch Zeit, aber vielleicht auch nicht. Und das ist doch auf jeden Fall cool, wenn du das schon so in der Hinsicht vorproduziert hast. Dann muss der sich nämlich an dem Tag nicht irgendwie extra da die Stunde Zeit nehmen, um das zu machen. Und denn später kommen ja auch noch so Sachen, wo sie, weiß nicht, dieses MyTube oder so erklären oder so, wie man da seinen Stundenplan zusammenbaut. Ja. Ich glaube hier, das macht genau, das ist der Duel. Genau. Total, also ja, da natürlich merkst du, dass zwei Personen mit ihrer Raumdimensionalität, um mal wieder die hochgestochenen Worte zu benutzen, anders wirken mit einem Greenscreen. Vor allem, weil ja der Hintergrund irrelevant ist. Also es ist ja keine Folie. Vielleicht kommt das noch, ich glaube schon. Ja, ich glaube, das kommt, ja, weil er nicht erklärt und sie hier und so. Das ergibt total Sinn, ja. Ja, wobei, das ist, glaube ich, die Vizerektorin, sie guckt immer ein bisschen an der Kamera vorbei, ich weiß nicht. Ja. Aber ich finde es cool, dass sie durchgewechselt haben, dass es eben nicht nur Lehre, nicht nur Folien. Alle Leute, die da irgendwie was mit zu tun haben und gerade für sowas, du willst mal Webseiten zeigen hier, du willst so diese Services vorstellen, da macht das mit den Folien und auch mit Links auf jeden Fall Sinn, auch dieses, hier genau, Single Sign-On und wie meldest du dich in dem Online Studiengangsmanagementsystem in dem an, um deinen Stundenplan zusammenzubauen, ne, als so ein Screencast. Dann wieder was Aufgenommenes, damit man umbauen kann. Ja, das ist schön gemacht. Also, dann gab es wohl auch einen sehr aktiven Chat im Hintergrund, der auch betreut und moderiert wurde, wo immer mal wieder Fragen aus dem Chat auch an da. Genau, jetzt ist der Chat eingeblendet, ne? Wo auch mal Fragen. Nee, das ist nicht, das ist der Transkript. Aber hier sagt er zum Beispiel, dass die Anzahl der Personen im Chat zugenommen hat. Das heißt, weiter fleißig probieren. Ja, Untertitel wären auch dabei. Ja. Hatten wir noch ein paar andere Highlights, das ist wieder ein Spieler. Aber es ist so ein Topic-Hopping, wie ich das nenne. Es ist irgendwie sich irgendwie eine gute Zusammenstellung aus Dingen, die wir sowieso rausbringen wollen, wo wir wissen, es ist eine Informationsveranstaltung und ob das jetzt eine Vorlesung oder eine Informationsveranstaltung ist, egal. Trotzdem Zeit für Fragen, sonst muss ich keinen Chat anbieten. Wenn ich nicht auf Fragen eingehe, dann können wir es lassen. Und eben auch verschiedene Leute vorgestellt. Und wie gesagt, mich interessiert jetzt immer total die technischen Hintergrundkomponenten, weil das ist ja eine Kameraeinstellung. Martin Ebner hat eine. Und wir hatten aber auch diese Dual-Ansicht. Ja, also es müssen unterschiedliche Kameras sein. Oder haben wir, aber das ist, glaube ich, jetzt so eine Nerd-Diskussion. Das kann ich mir noch mal im Detail angucken. Also mit dem Atem, den wir immer benutzen, würden wir das jetzt, glaube ich, so ganz ohne weiteres nicht hinbekommen. Du müsstest schon noch mal OBS mit ins Spiel nehmen. Aber ich meine, eigentlich mit einem Videomischer und einem OBS müsstest du mit einem Atem müsstest du das schon hinbekommen. Ja, aber du bräuchtest verschiedene Kameras. Also ich zähle mindestens drei Kameraperspektiven. Und ja, auch, es ist so ein bisschen, was auch wir dir immer predigen. Deswegen, ich höre nicht auf, das zu feiern, weil da sind so viele Sachen drin. Martin Ebner als Main Pilot, wenn du so willst, dann wechselt immer wieder. Bronze-Senior. Genau, und dann wechseln immer sozusagen seine Co-Piloten. Man wirft sich so die Bälle zu. Es wirkt auch irgendwie nicht steif. Und davor scheint man ja zu sehen, entweder das ist ein Teleprompter oder ein Fernseher oder irgendwas mit Folien. Aber alles in allem ist das eine schöne. Zum Beispiel, er als Redner hätte jetzt nicht den Bildschirm gebraucht, weil er schon seine Folien kennt. Aber das sind alles Details. Das ist dir als Studienanfänger oder als Person, die da jetzt. Das ist dann egal. Aber was nicht egal ist, ist, dass sich Leute Mühe und Zeit nehmen, es einem zu präsentieren. Ja, es ist. Und eben in einer guten Form, ne? Und ich meine, du kannst, wenn du jetzt. Kommen wir jetzt mal wieder auf den Punkt zurück, das würde jetzt in Präsenz stattfinden. So,
dann sitzt du da, du hast irgendwie den Hörsaal nicht gefunden auf Anhieb, jetzt bist du da schon 10 Minuten zu spät, ja. Dann hast du schon irgendwie den Anfang verpasst, dann sitzt du irgendwie ganz hinten, hast den Platz, wo vor dir eine Dame sitzt mit einem hohen Hut, oder du hast irgendwie den Platz abbekommen mit einem Pfeiler. Oder du siehst nichts, weil du... Oder du siehst nichts, du hörst es nicht gut. So, ich meine hier, dann kommt irgendwer und erzählt dir Sachen, die dich gar nicht interessieren. Ich meine, hier kannst du das selektiv anschauen und die Sachen, die du jetzt nicht auf Anhieb mitgeschnitten hast, die guckst du dir einfach nochmal an. Du hast direkt die Links irgendwie dazu. Absolut. Also ich finde das... es ist auch nicht so also die Leute wissen ja, dass sie gerade unaufmerksam sind und am Handy spielen, und dann ist vielleicht so der Erste so, ja okay, jetzt doch nicht. Und entweder man gibt dem dann nach oder man starrt jemand an, weil man sagt, okay, wenn jetzt gar keiner zuhört, dann... Aber es wissen ja alle, dass das eigentlich unhöflich ist. Also hörst du es dir dann irgendwie an, aber eigentlich, das ist dann so... Zwischen Zeitverschwendung und eigentlich muss ich ökonomisch arbeiten. Ja. Genau, und ich meine, also klar, was sich jetzt in so einem Online-Stream logischerweise nicht oder nur sehr, sehr, sehr gering ergibt, ist eben eine Möglichkeit, sich innerhalb der Studierendenschaft kennenzulernen. Aber ich meine mal ganz ehrlich, das ist eben auch nicht die Idee von so einer Einführungsveranstaltung, wo du jetzt 500 Leute in einen Hörsaal setzen würdest und dann eben dann dort ihnen 2 Stunden lang was erzählst oder 2,5 Stunden lang, wie sie möglichst schlau und gut ihr Studium effizient organisieren und wie sie die ganzen digitalen Tools nutzen, die damit zugehören. Und ich bin mir relativ sicher, dass es in der Einführungswoche und in der O-Woche, wie du mal sagst, in der TU Graz eben ganz, 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 ganz viele Aktivitäten gibt, wo ganz viel Kennenlernen und Socializing drin ist. Die machen 100 pro Stadtrallye, das glaubst du aber. Genau, also, oder eine Campus Safari oder eben eine Kneipentour, ein Grillabend, all diese Sachen, die bei uns ja auch stattfinden, aber sagen wir mal, der fachliche Teil, der ist dann eben einfach schon mal in Anführungszeichen abgehakt und da kannst du immer wieder drauf verweisen und eben auch, also ne, manche Sachen sind ja hier auch, wo du am Anfang sagst, oh ja, nice to know, okay, hier, keine Ahnung, Bibliotheksservice, Auslandsaufenthalt, ja, weiß ich ungefähr, dass es das jetzt gibt, aber dann stellst du in der 5. Semesterwoche fest, Moment, jetzt brauche ich mal wirklich ein Buch, wie ging das jetzt nochmal mit der Bibliothek? Dann erinnerst du dich an diesen Stream und eben nicht an, ja, wir saßen da mit 500 Leuten in Präsenz im Hörsaal und genau den Vortrag habe ich verpasst, weil die Person so genuschelt hat oder das Mikro gerade, die Batterie alle war. Ja. Ja. Und kannst du das angucken? Also ich, um vielleicht auf unsere vorherige Diskussion zurückzukommen, klar kannst du da aus Sicht der Präsenzlehre ganz, ganz, ganz viele Nachteile dran sehen. Du kannst aber aus Sicht der Online-Lehre eben auch ganz, ganz, ganz viele Vorteile darin sehen, in diesem Format. Und es ist eben einfach nicht mehr das Gleiche. Es ist eben anders. Und man muss sich mal so ein bisschen darauf einlassen. Und wenn man das macht und wenn man das möchte, findet man da auch super viele Vorteile dran, die eben so einem reinen, wir würden das jetzt 3 Stunden in Präsenz machen, alle Leute in einen großen Hörsaal schleifen, die dem einen großen Vorteil gegenüber. Absolut. Es ist bewusst produziert. Es ist auch mehr Arbeit. Also es wäre einfacher zu sagen, nee, komm, wir machen das mit dem Hörsaal. Bringt mal alle euren Laptop mit. Wir stecken das HDMI-Kabel vom einen an den nächsten Laptop. Aber insofern, nee, einfach ein wirklich schönes Beispiel. Auch, dass wir, wie gesagt, reingucken können. Und ist ehrlicherweise nicht das erste, also wie gesagt, alle sagen ja immer sofort Leuchtturm, ich sage einfach Good Practice, nicht das erste sehr schöne Projekt von der TU Graz, muss man an der Stelle auch mal sagen. Wie hast du es vorhin genannt, dieser Spannungspol oder diese Gegensätzlichkeit, wenn es funktioniert, also eigentlich ist mir mit am wichtigsten, dass man Lehre irgendwie bewusst und durchdacht macht, und wenn man zu dem Punkt kommt, nee, ich bin Team Präsenz, dann ist das eben so. Genau, ich war ja bei diesem MINT-Symposium vor einer Woche, 2 Wochen, und da ging es auch um sehr viel Active Learning und so Aktivierung, und da war ein toller Keynote-Sprecher aus den USA, David Meltzer, der mir vorher auch nichts sagte, aber der auch wirklich irgendwie so eine Ikone ist. Und ich hab dann eine Session geschwänzt und mich mit ihm in den Catering-Bereich gesetzt und mit ihm gequatscht. Sehr schlau. Über so sehr viele Details in Bezug auf Active Learning, wie man das machen kann mit Gruppen und nicht, und wie man die Gruppen homogen, heterogen lässt. Ja. Man die Leute erst alleine arbeiten, dann in Gruppen und andersrum und so. Und am Ende kam im Prinzip raus,
Naja, mach doch, was du denkst, so nach dem Motto, es muss eben auch zu dir als Lehrperson passen. Das stimmt, ne? Also ja. Klar gibt es so ein paar Kochrezepte und so ein paar Methoden, die man machen kann, aber wenn man eben als Lehrperson nicht dahinter steht, dann nützt das auch einem nicht so wahnsinnig viel. Und also vielleicht das als Abschluss von heute dann von meiner Seite, wie du sagst, wenn man mehr der Präsenztyp ist, ja gut, dann soll man vielleicht lieber Präsenz machen. Das war ein schönes Schlusswort. Wir sehen uns in ungefähr 4 bis 6 Wochen. Ich kann schon mal ankündigen, dass ich habe jetzt wieder Paper geschrieben und irgendwie schon wieder, ich bin schon wieder an diesem, wie lang muss ein Video sein? Also so eine Metadiskussion. Ich bringe das nächste Mal Beispiele mit, wo es auch irgendwie darum geht, doesn't matter. Es gibt Beispiele für alles, erfolgreiche, gute, hochwertig produzierte Beispiele. Und da können wir uns ein bisschen was angucken, weil Size doesn't matter, wenn man so möchte. Wie du früher mal gesagt hast, lange Streams bei Twitch, kurze Videos bei Ja. YouTube. Ja, wie gesagt, ich habe sogar gute Beispiele für 7-stündige YouTube-Videos gefunden. Die haben aber einen ganz bestimmten Anwendungsgebiet. Die sind trotzdem, aber zeige ich es nächste Mal. Aber ja, Genau, vielleicht müssen wir diese ja. einfache Faustregel dann beim nächsten Mal Es revidieren. ist, ja, es ist, ich meine, das ist die erste Regel. Ja, ich sehe schon, wir laufen uns unsere eigenen Thesen zu, aber ich glaube, das ist zu viel Arbeit. Ich glaube, Thesen schreiben ist extremst viel Arbeit. Nur damit dann irgendwie so zwei Dudes kommen und irgendwie Darüber abbranden. ja, Quatsch erzählen. Nun gut, Matthias, das war mir mal wieder ein Fest.